Lass das doch noch so, weg. So, da steht neben mir, dann mach die Kamera. Lass das doch alles weg erstmal. Mit Namen und allem Scheiß. Was will ich machen? Filmst du das Spiel? Oder will ich das mit deiner Kamera? Nee, mit der. Ja, ich will versuchen das mal einmal. Guckst du mal, ob wir jetzt anfangen eigentlich? Das geht ja nicht mit deinem Büchse, ne? Alles klar. Wir versuchen das mal, ne? Dann. Was hab ich gemacht? Ja. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. So. Entstanden. Hallo liebe Hansa-Fans, hier meldet sich das Hansa-Fan-Radio für euch live aus dem Trainingslager unserer Hanseaten in Spanien. Aber heute sind wir in Portugal, genauer genommen in Paixal in Portugal, wo Hansa Rostock heute mit dem Anpfiff, vielleicht habt ihr den im Hintergrund gehört, gegen Lokomotive Moskau einen sehr, sehr attraktiven Gegner heute in der Vorbereitung hat. Neben mir sind hier, wie ihr auch im Bild schon seht, unser Fanbeauftragter Joachim Schuppe Fischer. Hi Schuppe. Hallo Leute zu Hause. Herzlich willkommen zum Freundschaftsspiel gegen Lokomotive Moskau. Und unser Kapitän Sebastian Pelzer. Hi Sebastian. Guten Tag Leute. Hallo. Pelzer sitzt neben mir, kann, oder beziehungsweise aus sich, aus ja, Vorsichtsmaßnahme hat der Trainer entschieden, oder zusammen mit Pelle, dass Pelle morgen spielen wird gegen Mattersburg. Hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, sich hier neben uns zu platzieren und das ein oder andere mit zu kommentieren. Zunächst mal das Allerwichtigste vielleicht, unsere Aufstellung, die wir dann nach und nach eingeben werden. Wie gesagt, die Internetverbindungen hier sind relativ beschwerlich. Dementsprechend haben wir bis kurz vor Anstoß alles versucht, um online zu gehen. Mit Bild waren wir kurz zu sehen, auch in den ersten Minuten. Allerdings ist die Internetverbindung so schwach, dass wir das jetzt erstmal nur mit Ton versuchen. Wie gesagt, die Aufstellung von unserem FC Hansa Rostock im Tor spielt heute Kevin Müller. Dexter Langen als rechter Verteidiger, Michael Wiemann und Dominik Peitz bilden die Innenverteidigung. Hinten links verteidigt Manfred Starke. Auf A6 spielen Robert Müller und Michael Blum. Tobias Jeneke fängt links an. In der Mitte Tom Weiland auf A10 sozusagen. Björn Ziegenbein auf dem rechten Flügel und ganz vorne Marcel Schied. Ja, Lok Moskau. Marcel Schied, höre ich gerade von Schuppe, ist der Kapitän. Schuppe, wenn du hier die Aufstellung von Lokomotive Moskau dir so anguckst, kennst du da irgendeinen Spieler? Nee, gar nicht. Aber ich glaube, Marek Mintal kennt einen Spieler. Der hat sich vorhin sehr, sehr intensiv mit einem unterhalten. Ich denke mal, die kennen sich aus früheren Zeiten. Werden wahrscheinlich Landsmänner sein. Aber wenn ich hier auf die Liste gucke, also nee, überhaupt gar keinen Durchblick. Wir haben ja auch eine handschriftliche Liste vorliegen. Da ist es auch gar nicht so einfach, die Spieler zu erkennen. Was? Ich wollte Lorenz Kubitz gerade vorlesen. Vielen Dank. Schöne Anscheißerin. Das werden wir im Laufe des Spiels machen, wenn was Besonderes passiert. Wichtig sind uns ja eigentlich unsere Weiß-Blauen heute. Die spielen auch in den unseren Heimtrikots von links nach rechts von uns aus gesehen. Lokomotive Moskau ganz in Rot. Wenn ich richtig informiert bin, sind die Lokomotiven Dritter geworden in ihrer russischen ersten Liga, damit spielberechtigt für die Europa League. Also sprich ein richtiger Härtetest heute hier im sonnigen Portugal.
Im Laufe des Tages waren so 16, 17, 18 Grad. Jetzt wird es langsam etwas schattiger. Ich würde sagen, es sind aber trotzdem noch so 12, 13, 14 Grad. Also angenehme Temperaturen. Auf jeden Fall ideales Fußballwetter. Wir liegen hier, um es für euch zu beschreiben, in einem Tal. Um uns herum sind kleine Hügel, Berge, eine wunderschöne Landschaft. Ein schönes Stadion mit einer Leichtathletikbahn drumherum, tolle Flutlichtanlagen. Bitte, Schuppe? Ja, hier laufen auch einige tolle Frauen rum, habe ich gerade gesehen. Mit südländischem Flair. Komisch. Ich glaube, die wohnen hier. Hier sind ja nur Männer im Stadion. Ja, die Moskowiter haben, glaube ich, ihre Spielerfrauen mitgebracht. Und wie man das so kennt, erfüllen sie auch das Klischee. Und eine Sonnenbrille, engen Hosen. Und da war schon der ein oder andere Blick, vor allem in unserem Torwarttrainer, zu sehen. Aber es ist nicht so schlimm. Um mal jetzt wieder auf die sportlichen Sachen zurückzukommen. Sebastian filmt das Spiel für euch. Wir hoffen, dass wir es nachher auch wie gewohnt in den letzten Tagen von Hansa Media euch dann so schnell wie möglich online stellen können. Die Highlights, die sich sicherlich hier noch zeigen werden. Wenn Helmer uns heute zuhört, Helmer, es wäre super nett, wenn du uns bei Facebook und auf der Hansa Homepage, da wir jetzt nicht mehr so technische Gegebenheiten haben, das Spiel nochmal kurz ankündigst, sodass alle Hansa-Fans weltweit sehen und hören können, dass wir hier im Hansa Fanradio live berichten aus Paschal in Portugal. Hansa Rostock gegen Lokomotive Moskau. Ja, Pelle, das Trainingslager. Wir sind jetzt heute, wir haben Tag 5 erreicht. Sonntag ist heute. Wie war dein Eindruck so? Mittwoch ging es los, Trainingseinheiten zweimal am Tag trainiert. Wie ist dein Eindruck vom Trainingslager hier in Spanien, in Cartaya? Die Bedingungen hier im Trainingslager sind natürlich hervorragend gewesen. Ich denke, es war ein Stück weit besser wie das im letzten Jahr. Wir hatten gute Bedingungen. Ja, ich denke, jetzt sind zwei Spiele. Ich muss dich unterbrechen. Nummer 25 von Lok Moskau bricht in den Strafraum, kommt zum Schuss mit links von der halbrechten Position, aber Kevin Müller taucht blitzschnell ab und hält den Ball. Vielleicht hört ihr es, ca. 100 Hansa-Fans? 50 Hansa-Fans, ich habe ein bisschen übertrieben. 50 Hansa-Fans sind noch hier im Laufe des Wochenends. Es waren ein paar mehr da, Schuppe. Ja, viele mussten wieder los, ne, weil wir dachten ja, wie letztes Jahr, dass vielleicht am Freitag und am Sonntag ein Spiel ist oder Sonntag. Hat leider nicht geklappt, weil viele ja hier auch noch im Ligaspiel unterwegs sind, hier in Spanien, Portugal. Und deswegen hat man wahrscheinlich keine anderen Gegner bekommen, sondern nur ausländische Gegner. Was heißt nur? Auch richtig gute Gegner, aber deshalb auch die Spiele Montag, Sonntag und Dienstag. Sonntag und Montag, so Entschuldigung. Und ein paar Leute haben verlängert, aber das konnten halt nicht alle, weil viele arbeiten müssen. Und deswegen sind heute nur noch 50 Mann hier. Ansonsten wären wir vielleicht noch über 100 geworden. Alles klar. Wie gesagt, Hansa-Fans hier am Start, eine ganze Menge. Pelle, wir haben dich unterbrochen. Trainingslager. Also, jetzt haben wir heute und morgen haben wir zwei Spiele anstehen. Ich denke, es sind gute Gradmesser. Keine einfachen Gegner. Da sind es halt Spiele und Mannschaften, an denen man sich auch messen kann. Ist natürlich immer ganz gut, wenn man sich teuer wie möglich verkauft, gerade in diesen Spielen gegen solche Mannschaften. Aber der Trainer hat es heute schon gesagt, er will das so teuer wie möglich verkaufen und Schaden begrenzen. Ja, dann werden wir mal sehen, ob es vielleicht mehr als Schadensbegrenzung möglich ist. Wir lassen heute ausnahmsweise im Spiel den Chat auch auf, dann könnt ihr uns eure Fragen stellen, zum Beispiel wie Blue White Tea, ob wir nicht das ganze Spiel online stellen können. Auch das werden wir versuchen natürlich. Wie gesagt, vielleicht, ihr seid treue Leser der Homepage. Wir haben das in den letzten Tagen immer wieder versucht und haben es auch bei Facebook immer wieder gepostet. Die Internetverbindungen auch im Hotel sind zwar in Ordnung, aber alles andere als so gewohnt wie in Deutschland. Das heißt, es ist nicht so einfach, große Videos, große Dateien hochzuladen. Wir werden es aber versuchen. Eine zweite Frage war von FCH Süd-S, ob Freddy Borg heute spielt. Freddy Borg hat heute Morgen den Vertrag unterschrieben. Ihr habt das bestimmt auf der Hansa-Homepage gelesen. Freddy ist jetzt offiziell in Hanseat. Haben ihn auch herzlich willkommen geheißen. Es gibt ein kleines Video, das kommt bestimmt heute auch noch online auf der Seite. Freddy ist zwar mit hier und hat im Vorfeld seine Läufe gemacht, soll aber heute nicht spielen, wird morgen aber gegen Mattersburg wohl zum Einsatz kommen, genauso wie Pelle auch. Ja, wir haben es mittlerweile 17.37 Uhr auf dem Laptop. Hier ist es schon etwas später, Schuppe. Ne? Wir haben ja Ortszeit Portugal.
Ja, ja, wir haben Outside und wir hoffen, dass wir auch wieder gut zurückfinden, weil das Problem ist, in Spanien und in Portugal, mit Navigation ist hier nicht viel, mit Navigerät. Also du kannst zwar irgendwas eintragen, irgendeine Straße, aber du hast keine Hausnummer oder was auch immer. Also es war nicht leicht, hierher zu finden. Eigentlich. Dieses Stadion hat auch so richtig geniale Flugmasten wie im Ostseestadion. Zwar nicht so alt, aber groß, und das hat man von der Autobahn gesehen, und deswegen haben wir hierher gefunden. Und ich möchte an dieser Stelle auch alle Daheimgebliebenen grüßen. Und ganz besonders die Leute, das Funktionsteam, der Amateure und unsere Busfahrer, die auch gerade zuhören. Also schön Grüße an die Heimat. Ne? Sehr schön, Schuppe. Ja, also was wir sagen wollten, wir haben hier eine Stunde Zeitverzögerung, beziehungsweise Zeitunterschied in Portugal. Und dementsprechend war das auch alles unsicher im Vorfeld, wann dieses Spiel ist. Das hat alles wunderbar funktioniert. Der Hansa Tross ist rechtzeitig angekommen. Und wie gesagt, das Spiel läuft jetzt. Dann gehe ich noch auf die letzte Frage hier ein, bevor Pelle noch ein bisschen was zum Spiel sagen kann, von HIO Palme, was mit Janicka ist. Marek Janicka, wie gesagt, trainiert seit einigen Tagen mit uns mit. Ist aber noch, wie gesagt, sein avisierter Wechsel ist noch nicht fix. Und solange das nicht ist, können wir natürlich auch nicht als Neuzugang vermelden. Und dementsprechend, wenn es da was Neues gibt, melden wir uns auf jeden Fall auch aus Spanien. Pelle, deinen ersten Eindruck so, jetzt sind jetzt 8 Minuten gespielt. Was denkst du, was ist heute so auch das Ziel? Was hat euch Wolfgang Wolf auf dem Weg gegeben, vor allem taktisch? Und wie setzt es die Mannschaft um? Ja, bisher spielt die Mannschaft ganz gut mit hier. Wir stehen ganz gut gestaffelt in der Mitte und hinten. Der Trainer hat uns mitgegeben, dass wir das Spiel eng machen sollen. Wir sollen aus der Ordnung herausspielen, so wie wir es gegen Bremen auch getan haben. Bisher sieht das ordentlich aus. Da müssen wir jetzt mit dranbleiben, wenn es so weitergeht. Alles klar. Dann kommentieren wir, gehen wir mal live ins Spiel rein. Manni Starke hat in der Hälfte von Hansa Rostock so 10, 20 Meter vor der Mittellinie einen Einwurf, spielt den Ball in die Mitte auf Robert Müller. Robert Müller mit einem schönen Zidane-Trick bringt den Ball auf Dominik Peitz, der spielt ihn rüber auf Michael Wiemann. Jetzt sind wir bei Dexter Lange auf der rechten Abwehrseite. Robert Müller ist hinübergeeilt, lässt sich wieder anspielen, wird aggressiv attackiert von der Nummer 21. Dimitri Torbinski heißt der junge Mann. Ist Kapitän von Spartak Moskau. Danke für den Hinweis, Pelle. Spartak Moskau fängt den Ball jetzt wieder ab. Ist jetzt tief in ihrer eigenen Hälfte an der Eckfahne. Wird hart attackiert von Manni Starke und der Schiedsrichter, der Unparteiische, dessen Namen wir leider nicht kennen, hat gepfiffen und es gibt Freistoß für Lokomotive Moskau. Wir hoffen, dass der Schiedsrichter auch derjenige ist, für den er sich ausgegeben hat. Es gab ja im letzten Trainingslager andere Bundesligisten da ganz kuriose Dinge, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Das hat unser Arbiter schon mit im Gespräch mit Klaus Allops gemacht. Deswegen, wir werden uns mal wieder aufs Spiel konzentrieren. Über die linke Angriffsseite kommt die Nummer 55 von Spartak Moskau. Oh Gott. Renna Yambao. Wie würdest du den aussprechen? Yambaev. Das ist ein V. Yambaev. Oh, das ist ja total einfach. Ja, die können nur Kyrillisch wahrscheinlich. Sonst Yambaev, Nummer 55, spricht viel dafür, dass es entweder ein junger Mann ist aus der eigenen Jugend, der auch mitgefahren ist ins Trainingslager. Da haben wir auch den einen oder anderen dabei. Da kann Pelle auch was dazu erzählen. Was machen gerade die Youngster hier für einen Eindruck? Edison Jordanov, Manni Starke, Tom Weiland, Lukas Albrecht ist ja auch noch ein junger Mann. Wie machen die sich so? Ja, die Jungs hängen sich hier voll rein. Also speziell mal, einfach wirklich mal hervorzuheben und zum Loben ist einfach momentan Eddie, er holt sich hier wirklich richtig rein. Das macht er ganz gut. Das Wichtige ist, dass die Jungs alle immer lernen wollen, sich verbessern wollen und vor allen Dingen auf dem Teppich bleiben. Ja, weil über Leistung kann man sich randienen und nicht über Sprüche klopfen. Und da ist der ruhige Weg oftmals der bessere, und man lässt leise sprechen. Das ist absolut so, und die Jungs machen aber genau den Eindruck, wir hatten sie ja schon fast alle voll am Mikrofon, und natürlich habt ihr recht, es ist Lok Moskau, nicht Spartak Moskau. Kann schon mal passieren. Schuppe, wir haben hier einen Gruß für dich. Hanseatische Grüße an Schuppe von der Augsburger Fraktion. Kannst du damit was anfangen? Kennst du die Jungs? Klar kenne ich die Jungs. Ne? Naja, der Chef ist immer mit dem Fotoapparat unterwegs. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ne? Aber ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ziehen mal in Rostock im Häuser, feiern mal wieder ein bisschen Geburtstag nach einem Heimsieg oder von mir aus auch einem Auswärtssieg. Hauptsache nach einem Sieg von Hansa. Die werden in der Rückrunde hoffentlich
des Öfteren erleben oder oft erleben, was ich hier sehe auf dem Platz. Also unsere Mannschaft steht echt geordnet auf dem Platz, also wie der Trainer das auch trainiert hat oder trainieren lassen hat unter der Woche. Also wir setzen das hier alles echt sehr gut um, obwohl ich nicht so viel Ahnung habe, aber sieht echt gut aus. Schuppe, ich glaube, dein Fußball-Sachverstand ist auf jeden Fall, wird hier nicht angezweifelt, auch wenn Pelle ein bisschen gelacht hat und ihm recht gibt. Kommen wir zum Spiel zurück. Dominik Peitz jetzt in unserer Hälfte treibt den Ball nach vorne. Wir haben hier eine super Übersicht übrigens. Wir sitzen genau unterm Dach, damit sehen wir die taktische Formation sehr, sehr gut, die Wolfgang Wolf ins Feld geführt hat. Ball jetzt über die linke Seite. Michael Blum hat es nicht mal durchgesetzt, scheitert dann doch mit der Flanke, die wird abgeblockt. Und das war doch eine ganz klare Ecke, Herr Schiedsrichter. Gerade eben habe ich noch irgendwas von Verwechslung gesprochen. Wir hoffen mal, dass das jetzt seine erste und letzte Fehlentscheidung war. Denn das war schon eine ganz klare Ecke. Sehr, sehr interessant ist auch zu sehen, wir sind hier angekommen, das russische Staatsfernsehen überträgt dieses Spiel live. Also damit sieht man natürlich, welche Wertstellung Lok Moskau Wertschätzung Lok Moskau in Russland genießt. Und ja, falls ihr Satellitenfernsehen verfügt und doch Ton und Bild sozusagen zusammen haben wollt, versucht doch mal das russische Staatsfernsehen zu finden. Ja, Dominik Peitz wieder mal hinten als Aufbauspieler in Endverteidigung mit Robert Müller. Versuchen sie das Spiel von Hansa Rostock zu ordnen und immer wieder nach vorne zu bringen. Das klappt ganz gut, das Passspiel bis zu dem Moment, wo ich es gesagt habe, dann ist Robert Müller ein Fehlpass unterlaufen, der Dexter Lang nicht mehr erreicht hat. Jetzt sind die Russen wieder am Ball, die Nummer 55, mein Freund. ja, Jan Baev, der sich über links immer wieder anbietet, aber auch jetzt hart attackiert wird von Björn Ziegenbein. Überhaupt lassen wir dem Gegner sehr, sehr wenig Raum, sich zu entfalten. Ich glaube, das ist das, was Wolfgang Wolf am letzten Tag immer wieder angesprochen hat und auch gegen Werder Bremen schon ganz gut gesehen hat. Er das aber immer wieder weiter trainieren will, den Gegner so wenig Luft wie möglich zu lassen, kompakt die Räume zuzustellen, um dann selbst Angriffe vorzubereiten. Wenn der Ton ab und zu aushakt, kann das zum einen an eurer Internetleitung liegen, aber natürlich auch an unserer. Dementsprechend bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Wir kommen dann immer wieder zurück. Wie gesagt, das Spiel wird es nachher als Podcast geben, beziehungsweise dann auch hoffentlich zeitnah das ganze Spiel oder die Highlights. Da wird unser Sebastian in seinem Zimmer wieder bis nachts um 2 schneiden, hochladen und wirbeln. Manni Stark jetzt über die linke Seite, überholt seinen Gegenspieler, bringt die Flanke, aber diesmal ist es eine Ecke. Das konnte selbst auch dieser Schiedsrichter nicht verneinen. Jetzt gibt es den ersten Eckball, Schuppe. Ja, so viel Fässeröl haben sie dann wohl doch nicht mitgebracht. Den muss er wohl wahrscheinlich pfeifen, den Eckball. Ja, und ich denke mal, die Eckbälle haben sie auch geübt und Flanken geübt. Und also wenn es so wie im Training klappt, dann sollte jetzt alles spannend werden, denke ich mal. Ecke bringt von links Manni Starke. Der Ball kommt zur Mitte, wird von den Moskowitern rausgeköpft. Dexter Langen fängt den Ball ab, bringt den Ball wieder aus dem Halbfeld in den Strafraum. Der Ball wird wieder rausgeschlagen. Dexter Langen versucht, ihn nochmal reinzubringen. Der Ball rutscht ihm ab vom Spann, sodass jetzt Höhe der Mittellinie auf der gegenüberliegenden Seite von uns quasi auf der, wenn man aus der DKB-Arena berichten würde, von der Osttribüne der Ball jetzt eingeworfen wird, um einfach mal zu eurer Orientierung. Wir sitzen hier relativ zentral an der Mittellinie und können das Spielgeschehen ganz gut verfolgen. Der Stürmer mit der Nummer, den kann ich jetzt gerade nicht sehen, spielt den Ball wunderbar. Das war eine sehr schöne Kombination. Jetzt muss ich den Satz noch zu Ende bringen. Eine Dreifachkombination zwischen drei Spielern von Moskau, das war relativ, ich sag mal, nicht konsequent zu Ende gespielt. So hat Kevin Müller keine Probleme, danke. Pelle, mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Die Probleme, den Ball aufzunehmen, spielt den Ball jetzt nach vorne in die Hälfte der Russen, die den Ball wieder unter Kontrolle bekommen. Marcel Schied versucht noch Druck zu machen, zieht sich jetzt wieder zurück. Man sieht ganz klar von hier oben, wie kompakt wir stehen wollen. Pelle, trainiert ihr das auch im Training? Das fragen sich viele Hansa-Fans. Und wie macht ihr das? Wie oft wird sowas angesprochen, dass man so kompakt eben steht? Das sieht man ja jetzt ganz klar, dass das Spielfeld so auf
30, 40 Meter ungefähr zusammengeschoben ist mit der Akkordeon. Das ist ja das, was wir in der letzten Zeit immer trainiert haben, speziell auch hier im Trainingslager. Das ist das, was der Trainer im Spiel will von uns. Er unterfischt auch und setzt dann, stellt uns taktisch so hin, dass es alles passt. Das sind einfach diese Dinge, die die Mannschaft von vorne bis hinten beherrschen muss und drin haben muss. Diese Kompaktheit, sicher zu stehen, aus der Kompaktheit heraus dann nach vorne überfallartig anzugreifen. Und das wird hier schwerpunktmäßig trainiert. Und ich denke, man sieht die Fortschritte, die wir von Woche zu Woche hier auch erlangen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Das hoffen wir alle. Und verfolgen jetzt den Freischuss von Lok Moskau aus dem rechten Halbfeld. Ein Spieler läuft über den Ball, dann wird der Ball mit links zum Tor hingetreten, aber auch da hat Kevin Müller keine Probleme, hat das Eck geahnt, fängt den Ball ab. Und Jungs, wenn ich da so rüber gucke, irgendwie scheint das Tor aber nicht ganz gerade zu sein, oder? Unser Tor? Das hat eine leichte Neigung nach rechts, glaube ich, in der Optik. Nichtsdestotrotz machen wir weiter wieder über unser Innenverteidiger im Aufbauspiel. Tom Weiland lässt den Ball durch auf Marcel Schied, der kommt auf der bringt in den Strafraum ein und schießt den Ball aus spitzen Winkel dann links am Tor vorbei. Ihr hört das im Hintergrund, Pelle lacht auch jetzt, es ist wirklich unfassbar, 50 Hansa-Fans, die hier sind, aber die machen unglaublich viel Krach, das ist genau so, soll es auch sein. Schuppe, du hast ja mit den Jungs auch gesprochen, wie gefällt es denn hier jetzt in Portugal, beziehungsweise auch in Spanien, in Katar? Ich glaube, die waren alle sehr angetan, oder? Ja, die waren natürlich sehr angetan. Sie haben sehr, sehr gute Unterkünfte und können sich da selbst was kochen. Einen riesen Kühlschrank, wo sie Getränke kühlen können. Und gestern hatte ja noch Nils Geburtstag, heute hat Andi Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Für Nils nochmal nachträgliche Veranstaltung heute. Herzlichen Glückwunsch. Und die freuen sich natürlich, ihre Geburtstage zu feiern. Wir haben auch reingefeiert. Wir haben auch eine Sportsbar gefunden, wo wir schon ein, zwei Mal waren und ein bisschen Fußball geguckt haben. Auch ein bisschen getanzt haben. Also hier. Schuppe, du hast getanzt? Na, ich habe zugeguckt. Ne? Okay. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Dann kann man das nicht mehr so. Die Frauen haben auch gefehlt zum Tanzen deshalb, ne? Und habe mich lieber zurückgehalten ein bisschen. Und ich bin ja auch dienstlich hier und nicht zum Feiern, sage ich mal. Ne? Muss auch ein bisschen was machen und das ist schon in Ordnung so. Sehr schön, Schuppe. Ja, das ist wirklich zu beobachten. Unser Schuppe kümmert sich hier um alles. Und wenn es um Dinge sind, die banal sind, wie den Jungs zu sagen, wo die Trainingszeiten sind oder wo die Trainingsorte sind, also sprich einfach eine Information einzuholen oder auch so Sachen, die Toiletten aufzusperren beim Trainingsplatz, damit die Hansa-Fans auch in Ruhe ihr Geschäft machen können. Also da macht Schuppe einen riesen Job. Nicht nur hier im Trainingslager, sondern auch das ganze Jahr über. Und dementsprechend vielen, vielen Dank, Schuppe, dass du auch heute hier bist und mit mir hier Rede und Antwort stehst, beziehungsweise das Hansa-Fanradio mit mir begleitest. Ja, das erste Mal Fanradio. War ein bisschen aufgeregt, ist ja klar, ne? Aber ich hoffe, man hört es mir nicht an. Lorenz, ich habe ja auch ein bisschen Halsschmerzen noch, weil die Klimazonen können wir wahrscheinlich so knacken beide. Ne? Dicke Jacke und dann wieder zwei Stunden später wieder T-Shirt an und dann wieder dicke Jacke. Aber ich denke mal, da gehen wir durch. Ne? Auf jeden Fall. Die Harten kommen im Garten. So. Ich gucke mich mal um. Es sind noch ein paar Medienvertreter aus Rostock hier. Das ist auch schön zu sehen, dass sie Hansa Rostock begleiten. Der NDR ist hier aus der Zeitung NNN. Und die Bild-Zeitung sind da. Also jeweils ein Redakteur. Begleiten den Verein während den Tagen auch mit. Sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass das so klappt. Wolfgang Wolf hebt sich jetzt von seiner Bank. Er ist sowieso kein Trainertyp, der 90 Minuten sitzen kann, sondern macht eigentlich immer permanent mit an der Seitenlinie, gibt Hinweise und Verbesserungen und treibt die Mannschaft an. Das ist natürlich sehr, sehr auffällig zu sehen. Manni Starke führt den Ball jetzt über die linke Seite, spielt den Ball nach vorne. Klasse, abgelegt per Hacke von Tom Weiland. Jetzt läuft Michael Blum allein auf das Tor zu, nicht alleine, aber durchs Zentrum, wird gestoppt von Moskowita, kriegt den Ball aber nochmal über links, versucht ihn per Grätsche wieder zu erobern. Schafft das nicht, aber Marcel Schiet hilft ihm, kriegt den Ball jetzt auf Tom Weiland, der dringt in den Strafraum ein, jetzt könnte er mal schießen, er tut das und da geht der Ball ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Aber das sah gut aus, da musste sich der Torhüter mit der Nummer 35, Alexander Filizkov, ist das ein F, ja,
Filzkopf heißt der. Filzkopf. Ja, wie schon? Filzkopf. Ja, es kann sein, dass er auch ein Hamburger ist und Filzkopf heißt. Aber so lange Haare hat er nicht. Ja, also er heißt wohl Filzkopf, Alexander, aber da musste er sich strecken, musste zwar nicht mehr ran, aber das sah schon gut aus. Also das war ein schöner Angriff und ich glaube, jetzt sind die Russen auch wach. Der Stürmer mit der Nummer 25, der heißt Felipe Caicedo, das klingt nach einem Portugiesen, der immer wieder auch eingesetzt wird von seinen Mitspielern, scheint der gefährlichste Mann da zu sein. Es wurde vorhin im Chat eine Frage gestellt, ob Lok Moskau einen bekannten Spieler hat. Natürlich Kevin Gourani, der spielt natürlich nicht bei Lok Moskau, sondern bei Dynamo Moskau. Ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, und ich würde sagen, dass ich mich einigermaßen auskenne im internationalen Fußball, kenne da nicht so viele. Wie sieht es bei dir aus, Pelle? Ich kenne keinen einzigen. Ja, also danke für dieses knappe Statement, aber immerhin, wie gesagt, Lok Moskau ist qualifiziert für den internationalen Wettbewerb. Oh, das ist ein böses Foul, gestrecktes Bein, genau auf unserer Höhe zwischen, ich würde sagen, ja, in der weit tief in der Hälfte von Lok Moskau. Wer ist da getroffen worden, Pelle, hast du das gesehen? Was? Tobi, oder? Nee. Ja, ich kann sein, Tobi Jenicke. Ja, Tobi getroffen worden ist. Tobi kriegt ganz öfter mal einen auf die Socken, oder? Kann das sein? Ja, der Trainer sagt immer Ball abspielen vorher. Ja, so lässt sich das natürlich auch lösen, ne? Genau, so ist es. Tobi, nichtsdestotrotz ist wieder da, bringt den Freistoß schön zur Mitte. Da ist Robert Müller, der den Abpraller bekommt, leider aber nicht mehr genug Druck unter den Ball bekommt und ihn abgeprallt von einem russischen Innenverteidiger und Filzkopf kann den Ball dann locker aus der Luft holen. Nummer 7 von Moskau, das ist Taraskov. Dimitri Taraskov spielt den Ball auf links, tief in die Hälfte von Hansa Rostock, diesmal über den linken Flügel, aber das war abseits. Der Schiedsrichterassistent, der relativ jung zu sein scheint da drüben, entsprechend motiviert die Fahne hebt. Und entsprechend Freistoß für Hansa Rostock entscheidet. Da kommen zwei Fragen rein, warum Timo Pertl oder Tino Semmer nicht spielen. Tino Semmer ist im Kader, der wird vielleicht noch in der zweiten Halbzeit zum Zuge kommen. Timo Pertl ebenfalls. Timo Pertl war ja leicht angeschlagen, hat in der, ich glaube, vorgestern Nachmittag in der Trainingseinheit, kurz vor Schluss sozusagen, ist er mit Torwart zusammengestoßen, hat dann eine leichte Blessur davon getragen, stand auch auf der Webseite, könnt ihr euch informieren. Es war aber alles andere als schlimm. Auch im Video hat er gesagt, das ist okay, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wie gesagt, Trainer möchte kein Risiko eingehen, auch heute nicht, bei so einem Vorbereitungsspiel, dass da irgendwelche Dinge schlimmer werden. Dementsprechend Timo erstmal auf der Bank, wird aber, denke ich mal, sicherlich auch morgen zum Einsatz kommen. Schuppe, das ist irgendwie scheint das ein neuer Ruf zu sein. Ne? Das beschreibt mal die Situation. Ich fand, da habe ich leicht Gänsehaut bekommen. Wir kommen zum ersten Mal ins Stadion. Wir trainieren ja an zwei Spielorten hier in Katar. Ja. Zum einen in der Nähe der Hotelanlage und dann etwas weiter weg, wo man mit dem Bus fahren muss, im Stadion, ein altehrwürdiges Stadion, wo jetzt ein Viert- oder Fünftligist spielt. Da waren schon ungefähr, ich glaube, da waren mehr als 50 Hansa-Fans auf jeden Fall. Die Mannschaft kommt ins Stadion. Was ist da passiert? Ja, in dem Stadion waren wir 80 Leute, glaube ich. Ich war mit dem Fahrrad da und auf dem Weg dahin, Apfelsinenfelder, das war dann auch gereicht. Und dann komme ich ins Stadion und die Fans kamen dann rein. Und Schuppe, wir müssen kurz unterbrechen. Wir haben einen Freistoß von der rechten Grundlinie. Der Ball kommt in die Mitte. Und da ist aber die Zuteilung hat da nicht ganz gestimmt. Wenn sich der Kollege umdreht, weiß ich, kenne ich auch die Nummer, der ist da eingelaufen, kam eigentlich frei zum Schuss. Die Nummer 18, Wladislav Ignatiev, hat es nicht geschafft, den Ball unterzubringen. Das war eigentlich relativ, sag ich mal, eine einfachere Übung. Hat das Kunststück vorgebracht, am Tor vorbeizuschießen. Also da hat die Abstimmung nicht ganz funktioniert. Schuppe, aber jetzt weiter geht's. Also Lok Moskau ist, glaube ich, Dritter, ne? Also wenn sie den Pass halten wollen, dann müssen sie so eine Situation auch nochmal üben im Training, glaube ich. Jedenfalls, wir kommen da ins Stadion rein und die Jungs freuen sich natürlich immer, wenn sie einen neuen Ground machen können. Obwohl das nur ein Trainingsspiel war, war es auch total schön. Und als die Mannschaft reinkam, dann haben sie alle gesungen: Hallo, 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 hallo. Und das natürlich danach noch gleich mit Olla. Sehr klar. Wie es sich gehört. Wir sind ja auch gastfreundlich, sagt man. International. International, ja. International. Olla für diejenigen, die vielleicht nicht so dem Spanisch mächtig sind, heißt natürlich Hallo auf Spanisch. Es kam jetzt wieder die eine oder andere Frage rein.
Pavel Kostal, bei Pavel ist leider seine alte Fußverletzung wieder aufgebrochen. Der musste verletzt abreisen, hat sich bei unserem Mannschaftsarzt Bartel in Rostock vorgestellt, soll dann sich nochmal, ich glaube, heute oder morgen in Berlin bei einem Spezialisten vorstellen. Jörg Hahnl geht es den Umständen entsprechend wieder besser, der auch zur einen Vorsichtsmaßnahme heute auf diese Spiele total verzichtet, aber ihr müsst heute nicht auf ihn verzichten, denn Jockel ist auch hier oben, auch hier mit am Spielort natürlich, sitzt keine 20 Meter Luftlinie entfernt, wird in der zweiten Halbzeit sozusagen als Co-Kommentator mit fungieren und euch Rede und Antwort stehen. Natürlich bringen wir die Aufstellung nachher auch rauf, habt noch ein bisschen Geduld. Das würde ich dann in der Halbzeit mal nachholen. Aber hier sind die Hansa-Fans ja auch dabei und schreiben die mit rein. Vielen Dank auf jeden Fall, dass die in den Chat mit reinkommen. Marek Janicka, haben wir vorher schon gesagt, wird heute zum Einsatz kommen, Pelle? Ich weiß nicht, Trainer Janicka? Ich glaube, er spielt morgen auch, ne? Ich glaube, morgen gegen Mattersburg soll er eine Halbzeit spielen. Du hast doch eben gesagt, dass er heute noch keine Freigabe hat. So ist es, ja, aber im Testspiel könnte er... Zuhören ist nicht schlecht, ne? Pelle, im Testspiel könnte er spielen. Freddy hat ja auch gegen Schöneiche gespielt und gegen Babelsberg. Aber jetzt haben wir eine tolle Kontergelegenheit, und zwar Marcel Schied nimmt Björn Ziegenbein mit. Ah, der sich den Ball leider zu weit vorlegt. Und der Moskowiter Innenverteidiger kann ihn den Ball wegspitzeln. Hier laufen gerade, ich sag mal, ja, geschätzt nochmal 11 Mann aus Moskau an uns vorbei, die sich gleich aufwärmen werden. Also die haben wirklich, die haben relativ großen Kabel dabei. Genau, Pelle, sagst gerade, was machen die? Hier Marek Minter, Schupp hat es eben gesagt. Marek Minter kennt ja einen Spieler, der kennt er von der Nationalmannschaft her, aus der Slowakei. Der sagte wohl, dass Lok in der Halbzeit komplett durchwechselt, alle 11 raus und 11 neue rein. Tja, das werden wir dann beobachten. Da haben wir dann wieder ein paar Zungenbrecher dabei, die wir dann vielleicht nicht aussprechen können. Einmeldung. Hier kommt gerade eine Einmeldung rein. Das Handy nicht zu nah ans Mikro, bitte. Sonst. Achso, ja, genau. Die Amateure spielen in Aschersleben gegen Regionalligist Germania Halberstadt 2:2. Die Tore durch Daniel Wahl und Max Kremel. Vielen Dank, Schuppe. Rasender Reporter Joachim Schuppe-Fischer. So, die Generalprobe, nach der wurde jetzt noch gefragt im Chat, die soll wohl am kommenden Samstag steigen, und zwar gegen einen Schweizer Erstligisten, gegen Lausanne. Aber auch das ist noch nicht hundertprozentig eingetütet, aber da halten wir uns euch auch auf der Homepage auf dem Laufenden. Wenn das fix ist, dann könnt ihr euch über unsere Homepage natürlich informieren, wann und wo das Spiel stattfinden wird. Aber so wie es aussieht, genau, ist es im Ostseestadion. Michael Wiemann, lieber wieder am Ball, spielt den Ball zurück auf Kevin Müller. Den Ball schlägt ihn tief in die Hälfte von Lok Moskau. Marcel Schied kann sich gegen die Nummer 26, nach 28, Jan Duriza, nicht durchsetzen. Jan Duriza, den kenne ich doch irgendwo. Ist ja geil. Jan Ziegenbein hat den Ball wieder erobert, bringt den Ball auf Tom Weiland, der ins Zentrum. Marcel Schied zeigt sich, doch er bringt den Ball auf Ziegenbein. Ah, der den Gegenspieler unglücklich trifft und leider auch den Ball sich wieder zu weit vorlegt und keine klare Aktion bringt, sodass die Russen wieder den Ball haben, aber Robert Müller erobert ihn wieder, bringt den Ball auf Peitzer. Peitzer spielt den Ball links auf Manni Starke. Wieder ein Fehlpass, schickt er seinen Mitspieler nicht in, sag ich mal, eine komfortable Situation. Der war schon ganz schön unterdrückt, der Tobi Jeneke. Jetzt kommt die Nummer 7 im Mittelfeld. Eine Schussfinte gegen Robert Müller. Und Dimitri Tarasov schießt den Ball aber auch relativ ungefährlich aufs Tor, sodass Kevin Müller den ganz locker fangen kann. Der schießt den Ball jetzt relativ hoch in den Nachmittagshimmel von Paschal. Jörg Hahnl kommt hier gerade nach oben. Jockel, hier wird schon nach dir gefragt, die Hansa-Fans fragen, wie es dir geht. Möchtest du nachher in der zweiten Halbzeit dazu sagen? Macht er, sagt er. Grüße an Schuppe. Soll ich von Hansa Kitty 1965 ausrichten? Weißt du, wer das ist? Wer? Hansa Kitty 1965? Hansa Kitty, hört sich. Nee. Muss ich mal meinen Unterlagen nachgucken, aber. Dann gucken wir deinen Unterlagen nach. Vielleicht schreibt Hansa Kitty Schuppe ja mal eine SMS. Das ist natürlich. So. Dann machen wir mal weiter mit dem Spiel an dieser Stelle. Und zwar, jetzt drücken wir ganz schön die Moskowiter in ihre Hälfte. Die
Wir können uns aber jetzt nur mit einem Foul behelfen, sodass Moskau in Ruhe wieder aufbauen kann. Und wir können eigentlich nochmal über ein anderes Thema sprechen. Ja, Jan Dulitz hat auf Leiber jetzt mal bei Hannover 96 gespielt. Ich wusste doch, ich kenne den irgendwoher. Sehr gut, vielen Dank, Krabbenschubser. Sehr gut recherchiert. Hansa-Fans auf dies Verlass, das wusste ich doch. Oh, jetzt könnte es zum 1:0 kommen. Jawohl, und leider das 0:1 aus unserer Sicht. Es kam ein Ball durch unser Zentrum durch. Der Spieler, dessen Nummer ich jetzt nicht sehen kann, taucht dann auf einmal vor Kevin Müller auf. Ich sag mal, aus dem Halbfeld spielt den Ball links relativ geschickt und mit Übersicht an unserem Keeper vorbei in die lange Ecke. Und ja, ein paar Moskowiter sitzen hier auch auf der Tribüne und freuen sich entsprechend über das 0:1. Seht es mir nach, dass ich das Ergebnis jetzt da oben nicht sofort eintragen kann. Wie gesagt, 0:1 jetzt aus unserer Sicht. Aber wie gesagt, Ergebnisse sind in dieser Phase, denke ich mal, Schall und Rauch. Es geht darum, wie wir uns hier verkaufen, dass wir weiterkommen, so wie Timo Pertles bei Hansa TV gesagt hat. Und da spüren wir eigentlich, dass wir von Tag zu Tag weiterkommen. Das war Timos Zitat. Und ja, Pelle, was können wir besser machen in dieser Phase? Wir stehen eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt eben durch das ganze Gequatsche hier gar nicht gesehen, wie das Tor passiert ist. Wie ich ja eben auch schon gesagt habe, wir sehen, dass wir wirklich hier von Woche zu Woche uns verbessern. Und ich denke, man hat auch gesehen bei dem Bremen-Spiel, selbst wenn jetzt nicht da die A11 gestanden hat, aber waren immerhin trotzdem einige Jungs dabei, die auch Bundesliga spielen, dass du da, wenn du in deiner Ordnung spielst, dass du da sicherlich auch eine gute Rolle spielen kannst. Nur musst du weiter daran arbeiten und auch diese Aufgaben so erfüllen, permanent und nicht nur für ein Spiel. Du sagst es, jetzt konkret müssen wir gucken natürlich, dass wir unser Spiel weiter durchbringen. Da kommen auch Anweisungen von der Bank. Pelle hört man kaum, sagt Krabbenschubser. Ja, unser Kapitän ist nur auf dem Spielfeld ein Lauter. So, wenn man privat mit ihm spricht, spricht er mit ruhiger Stimme, da müsst ihr eure Anlage ein bisschen lauter drehen zu Hause. Traut sich nicht. Von Little T habe ich hier noch eine Nachricht. Ich soll mal den Exil-Vorpommer grüßen aus dem Forum. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Schöne Grüße nach Rostock auf jeden Fall, beziehungsweise nach Vorpommern dann, ne? Richtig. Beziehungsweise, wenn er in der Heimat ist, oder im Exil, ja, den Vorpommern im Exil. Die Russen brechen jetzt wieder durch, kommen über die rechte Seite. Michael Wiemann kann den Angriff unterbrechen. Und ja, Pelle, sag mal, hier die Fans schreiben, du bist schüchtern. Du kannst doch bestimmt ein bisschen lauter sprechen, oder? Ja, bestimmt bin ich nicht schüchtern. Das liegt hier am Mikrofon, das ist auf Lorenz Stimme, ist es hier geeicht. Da hat natürlich völlig recht, ich will unsere Spieler immer schlecht aussehen lassen, da hast du vollkommen recht. Nein, Quatsch. Ich muss sagen, mir fällt es schwer, hier das Spiel richtig zu verfolgen und dann dabei noch zu quatschen über das, welche Ziele wir haben. Also das ist schon, ich beobachte eben das Spiel und ja, im gleichen Atemzug sollte man hier erklären. Multitask ist schwierig, ne? Dann guck mal ein bisschen das Spiel und schreib dir mal ein paar Dinge auf, die du nachher hier noch zum Besten geben willst, also unser Experte. Dann würde ich sagen, dann moderieren wir das Spiel mal weiter oder kommentieren es vielmehr, denn wir haben jetzt eine tolle Möglichkeit. Ein Eckball zum Tor hin mit dem linken Fuß. Manni Starke legt sich den Ball wieder hin. Er hat die Standardsituation toll reingeschlagen im letzten Training. Hebt den Arm jetzt bringt den Ball in die Mitte. Leider laufen wir nicht konsequent genug ein. Tom Weiland versucht es im Halbvolley, nimmt ihn mit der Brust an. Leider trifft er den Ball nicht voll, der geht über das Tor. Ja, das war ganz auffällig zu sehen, dass wir bei der Trainingseinheit der Standardsituation immer und immer wieder das Einlaufen trainiert haben, Flanken aus dem Halbfeld, von der Ecke, das ging auch immer besser. Es war dann auch schön zu sehen, wie Spieler wie Stefan Gusche, Matthias Holz die Dinger regelmäßig mit dem Kopf da eingehauen haben. Also das war schon eine Freude, das zu sehen. Jetzt versuchen die Russen die Nummer 7, die scheint technisch nicht schlecht zu sein, immer wieder mit seinen Schuss zu finden. Der Tarasov, Dimitri. Aufpassen, dass er sich nicht zu sehr verdribbelt da. Denn unsere Jungs sind hellwach und versuchen immer wieder zu pressen. Jetzt kommt eigentlich ein Befreiungsschlag, den im Endeffekt Kevin Müller leicht aufnehmen kann. Jetzt versucht Dominik Peitz eine Anspielstation im Zentrum zu finden, findet Marcel Schied nicht. Der steht auch noch im Abseits. Und dementsprechend geht es mit Freistoß weiter. Wir haben jetzt
circa 37 Minuten gespielt, wenn wir pünktlich angefangen haben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht drauf geguckt habe auf die Uhr, ob wir pünktlich angefangen haben. Aber es müsste ungefähr passen. Dementsprechend haben wir nochmal kurz vor der Halbzeit vielleicht die Gelegenheit, den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Ich kann euch derweil sagen, wer noch mit auf der Bank sitzt. Wie gesagt, Jörg Hahnl heute vorsichtshalber nicht dabei, noch im Fanradio dabei dafür. Johannes Brinkis als zweiter Mann. Dazu kann Jockel auch was sagen zu seinem Kollegen, seinem jungen Kollegen, der eigentlich noch A-Jugendkeeper ist. Es ist auch sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie der Junge hier sich reinhaut im Trainingslager. Dann haben wir Pelle Jensen noch dabei, Stefan Gusche, Timo Pertl, Edison Jordanov, auch eine tolle Entdeckung, gerade auch vom Werder-Spiel, der immer wieder dabei ist. Dann haben wir noch Tino Semmer, Lukas Albrecht, Marek Winter und Matthias Holst. Und natürlich Marek Janeczka. Der sitzt auch noch mit auf der Bank. Und vielleicht kommt er doch zu seinem ersten Einsatz. Denn wir sehen hier gerade, dass Lukas Albrecht und er sich warm machen. Eigentlich war es geplant, dass er erst morgen zum Einsatz kommt. Vielleicht sieht Wolfgang Wolf doch die Veranlassung, ihn heute schon zu bringen, um zu testen, inwieweit er der Mannschaft weiter, vor allen Dingen auf welcher Position. Denn Wolfgang Wolf hat ganz klar gesagt, wir wollen Janeczka auch holen. Noch ist es ja nicht fix, wie gesagt. Wir wollen ihn holen, weil er so vielseitig ist, weil er auf der Position 2, also auf hinten rechts spielen kann, auf der 4 in der Innenverteidigung oder auf der 6, also im defensiven Mittelfeld. Und dementsprechend Hansa Rostock uns in vielerlei Hinsicht weiterhelfen kann. Schuppe, sag mal was dazu. Die beiden Neuzugänge sehen ja aus wirklich wie Brüder von der Frisur her. Und ich wollte welche mal, beiden? Na, die beiden Neuzugänge, Freddy und Marek. Ja, Marek ist ja noch nicht wirklich Neuzugang, da müssen wir noch aufpassen, Schuppe. Aber, Ach so, na gut. Aber nochmal was zu den Standards, da hast du natürlich auch angesprochen. Es kommt nochmal ein Angriff über Dexter, ein hängengebliebener Abgeblockter, genau. Zu den Standards. Der Trainer hat natürlich auch gesagt, wir müssen viel, viel mehr aus den Standards machen. Viel mehr aus den Standards machen und deswegen hat er es auch geübt und ich denke, dass wir da auch weiterhin üben und ich denke, da ist er auf dem richtigen Weg, das muss er auch machen. Aber er sieht schon alles sehr, sehr gut aus mit den Standards. Ne? So wie FCP Boy 70 schreibt, punktuelle Verstärkung, genau das war das Ziel, glaube ich, auch des Managements. Wir werden auch Stefan Beinlich noch versuchen, in einem ausführlichen Gespräch, so wie gestern Steffen Baumgart vor das Mikro zu bekommen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Hansa-Spieler in Überzahl gegen 3 Russen. Wir spielen es aber leider nicht schnell genug. Masterschied bringt den Ball in die Mitte. Der Keeper kann nur abprallen. Und Tom Weiland hatte den Ausgleich auf dem Fuß, trifft leider das Standbein der Nummer 55, mein Kumpel. Jan Baev fälscht den Ball noch ab, sodass er am linken Pfosten vorbeigeht. Und entsprechend gibt es jetzt aber Ecke. Wieder Manni Starke, der jetzt für alle Ecken hier zuständig ist, hebt den Arm. Jetzt Manni, auf geht's, bring den Ball in die Mitte. Der kommt, der auch, Peitz fliegt leider vorbei. Ich glaube, ein Russe war zuletzt am Ball, so müssten wir Einwurf haben. Jawohl, Björn Ziegenbein schnappt sich nicht das Leder, sondern unser Außenverteidiger Dexter Langen. Jetzt müssten wir das Spiel ein bisschen dynamischer gestalten. Ich glaube, die Russen sind jetzt zu knacken. Dexter sucht seinen Mitspieler. Marcel Schied versucht den Ball wieder zu bringen. Jawohl, Tobi Jeneke und Marcel Schied im Zusammenspiel. Das ist ein bisschen Flipper, die Nummer 18 schlägt den Ball jetzt raus. Das war Ignatiev, Ladislav Ignatiev. Michael Blum hat den Ball wieder erobert, spielt den Ball wieder links auf Manni Starke. Der setzt in der Mitte Björn Ziegenbein ein, der die Seite gewechselt hat, jetzt mit Tobi Jeneke jetzt über links kommt. Aber der Ball wird abgefangen. Jetzt versuchen die Russen ihrerseits zu kontern. 4 gegen 4. Die spielen das relativ schnell über die Seite. Der Ball wird in die Mitte gespielt. Doch Felipe Caicedo kann den Ball nicht verwerten, beziehungsweise kommt nicht an den Ball, sodass Kevin Müller gleich abstoßen kann. Ich kann es ganz gut hören, die Akustik lässt es hier ganz gut zu. Wolfgang Wolf fordert seine Spieler immer wieder auf, in den Fuß zu spielen. Spielt den Ball in den Fuß, nicht auf Verdacht. Das ist das, was wir auch trainiert haben, was zu sehen war in den letzten Wochen, Pelle. Ne? Die Bälle immer in den Fuß zu spielen. Da waren viele Passübungen dabei in den letzten Wochen, richtig? In den letzten Tagen, Entschuldigung. Ja, auch die letzten Wochen. Also das ist ja das. Wir wollen ein bisschen lauter. Wieder lauter? Okay. Ich hoffe, jetzt ist besser alles. Der Trainer will ja, dass wir auch hinten heraus flach spielen und zwar nicht immer, aber wir probieren das Spiel in Trainingseinheiten flach anzulegen und so uns nach vorne zu kombinieren. Wenn es nicht geht, müssen wir halt hochspielen, aber da sind halt diese Passformen einfach, um eine gewisse Sicherheit reinzubekommen, das sind halt enorm wichtig und da gilt es halt immer konzentriert zu trainieren. So sieht's aus.
Zwischenstand, Leute, den werden wir aktualisieren in der Halbzeitpause, auf jeden Fall. Und auch die Mannschaftsaufstellungen, die werden wir aktualisieren. Und auf die Frage, nein, Marek Mintal ist nicht im Dschungelcamp. Marek Mintal ist hier mit dabei, sitzt auf der Bank, wird nachher bestimmt noch kommen. Diese Aussage für all die, die jetzt nichts mit diesem Flachs was anfangen können. Vielleicht kann Pelle das erzählen, wie das kam. Hast du das eigentlich mitbekommen? Wie das zu der Aussage von Wolfgang, Marek, wir sind hier nicht im Dschungelcamp, kommen wir trainieren hier. Obwohl, jetzt müssen wir dann, glaube ich, hoffentlich nicht das 2:0 kommentieren, denn es war abseits. Also kann Pelle kurz erzählen, wie es dazu kam. Ja, der Trainer hat da um unseren Trainingsplatz herum ist ziemlich viel Schilf. Und um dieses Naturschutzgebiet herum sind halt bei einer Schussübung etliche Bälle auch geflogen. Unter anderem auch ein Ball von Marek. Und Marek hat seinen Ball nicht mehr rausbekommen. Und er hat da wirklich in mannshohem Schilf gestanden und hat die Pille nicht mehr gefunden. Dementsprechend ist nachher alles da reinmarschiert und hat alles Blatt gewalzt, um den Ball zu finden, der auch gefunden wurde. Und ich denke, daher kam dieser Spruch. Genau, dann hat Wolfgang Wolf gesagt, Marek, wir trainieren hier, wir sind hier nicht im Dschungelcamp, wir suchen den Ball später. Und nee, ich war nicht im Dschungel, ich habe nur oben gestanden eine Anweisung gegeben. So wie Sie es vom Kapitän gehört, er trägt die Verantwortung. Es waren auch sehr lustige Fotos dabei. Könnt ihr auf jeden Fall auf der Webseite gucken oder auf YouTube. Hansa TV war da auch dabei mit der Kamera. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Die Freistöße war hier noch eine Frage. Die schießt im Moment aus dem Halbfeld Tobi Jeneke, wenn wir denn Freistöße haben. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Tom Weiland hat jetzt den Ball und dreht sich wunderbar, sucht die Offensive. Geht jetzt gegen drei Spieler, das wird schwierig, sich da durchzusetzen. Schafft es trotzdem, sich durchzusetzen. Jetzt auf 5 Meter Raumhöhe, bringt den Ball zur Mitte. Aber dein Freund Filitzkopf hat den Ball abgefangen. Ja, Pelle, was wäre jetzt besser gewesen in der Situation? Er hätte Tobi außen mitnehmen müssen, viel schneller spielen. So war es zu, 3 Mann um ihn rum. Dass er durchkam, war Glück jetzt im Endeffekt. Aber vorher muss er spielen einfach. Und dafür wird er jetzt hat er Situation, wo er von hinten umgemetert wird. Also das war aber mehr als ein Revanche-Foul. Das ist eigentlich, sag mal, wenn das ein Pflichtspiel gewesen wäre, Minimum eine gelbe Karte, oder? Ja, das wäre eine klare gelbe Karte nochmal im Spiel. Ja, also jetzt windet sich Tom da auch am Boden. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist. Das sieht nicht so gut aus. Er hält die Hände vorm Gesicht, rappelt sich jetzt aber langsam hoch. Das ist natürlich alles andere als gut. Jetzt kommen wir auf die Frage, aber zurückzusprechen, können wir jetzt auch wieder sagen, denn Tom steht wieder und geht Richtung die Dichtung Strafraum, hält sich noch den Rücken, gibt noch ein paar, vielleicht nicht so nette Worte an seinen Gegenspieler, kann man aber in dieser Situation verstehen. Manni Stark legt sich den Ball, also jetzt von rechts zum Tor hin mit dem linken Fuß, bringt er den Ball noch, das ist ein guter Ball in die Mitte. Dominik Peitz steigt da nach oben, kriegt den Ball nicht, leider nicht gedrückt, jetzt können, Calcedo kann jetzt kontern, Robert Müller will ihn festmachen, schafft es nicht. Jetzt kommt der Konter über die 27, Magomed Ozdoyan wieder gegen Müller. Müller kriegt die Beine zusammen, wunderbar, hält den Ball. Ach! Und da stellen wir uns ein wenig naiv an, muss ich ganz ehrlich sagen, über die Seite, da war eigentlich schon geklärt. Ich glaube, Manni Starke war das oder Michael Blum, ich weiß es nicht genau, ich kann es von hier nicht genau erkennen. Die dann sich den Ball wieder abnehmen lassen, obwohl Kevin Müller gehalten hat. Dann steht der Stürmer von Spartak Moskau leider blank und kann den Ball einschieben zum 2:0. Aber wie du schon richtig sagst, Bälle, die Situation hätte man von vorher verhindern können, richtig? Ja, hier vorne an der Mittellinie hätte man zumindest, Robert Müller muss hier vorne mehr in den Zweikampf gehen, da hätte dieser Konter gar nicht entstehen dürfen. Und entweder wenn er ihn nicht richtig kriegt, dann muss er probieren, Foul zu spielen. Also auf jeden Fall kein Konter. So, liebe Hansa-Fans, die Mannschaften stehen bereit. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Lok Moskau mit dem Anstoß. Und ich begrüße neben mir an meiner Seite recht herzlich Jörg Jockel Hahn. Hi, grüß dich. Hi, grüße. Grüße in die Heimat, Jockel. Sehr schön. Erzähl mal den Hansa-Fans, die haben sich schon besorgt, erkundigt, wie es dir geht. Was ist eigentlich genau passiert? Wir haben es zwar auch so ein bisschen festgehalten in unserem Trainingstagebuch online bei www.fc-hansa.de, aber du kannst es sicherlich am besten und nochmal genau erklären, was passiert ist. Ja, erstmal möchte ich auch alle grüßen, die zu Hause zuhören. Ganz besonders meine Familie, die so angeblich auch vorm Radio sitzt. Und zu meiner Verletzung. Ich habe mir vorgestern beim Standardtraining
bin ich mit Pelle Jensen zusammengeknallt und habe mir da den Nacken ein bisschen verknackst und konnte den Kopf nicht so richtig drehen. Das ist jetzt aber schon wieder soweit in Ordnung und werde dann morgen auch das Freundschaftsspiel wieder bestreiten können. Alles klar. Ich glaube, wenn du mir den Gefallen tust und ein bisschen das Spielgeschehen kommentierst, dann kann ich hier die beiden wechseln. Beziehungsweise die kannst du ja vielleicht schon mal ansagen, dann will ich die gleich mal eintragen. Genau, die beiden Wechsel. Wir haben zu einem ist Lukas Albrecht gekommen für Marcel Schied und zum anderen ist Manni Starke raus und dafür ist Marek Janeczka gekommen. Das sieht dann so aus, dass Michael Blum hinten links jetzt spielen wird und Marek Janeczka auf die Sechserposition neben Robert Müller gerückt ist. Wir haben jetzt einen Einwurf, Dexter Lang hat den ausgeführt. Wir waren jetzt soeben im Ballbesitz, weil Moskau sich den Ball geholt hat und das Spiel hintenrum erstmal wieder in Ruhe aufbaut. Nochmal ein, zwei Sätze zur ersten Halbzeit. Ich denke, dass wir ein ganz gutes Spiel gemacht haben, es leider in der Offensive etwas zu umständlich gestaltet haben und hinten doch in vier, fünf Situationen den Moskauern zu leicht gemacht haben, uns vors Tor zu kommen und damit dann auch zu zwei Toren eingeladen haben. Ansonsten ist es ein recht offenes Spiel und wir haben eigentlich auch ein, zwei Chancen gehabt und hätten mindestens ein Tor verdient. Bis jetzt ist hier in der zweiten Halbzeit noch nicht viel passiert. Leichtes Abtasten. Ich glaube, die Russen, sage ich jetzt mal, haben komplett gewechselt. Natürlich komplett frisch. Sind aber auch, das muss man denke ich auch sagen, noch am Anfang ihrer Vorbereitung. Bei denen geht die Saison im März erst los und von daher werden die noch nicht allzu lange hier in der Vorbereitung absolviert haben. So, jetzt sind wir auf der linken Bahn. Michael Blum schlägt den Ball nach vorn, wieder abgefangen. Erste Ballkontakte von Marek Janeczka. Wir bleiben im Ballbesitz. Einwurf für Rostock. Ja, dafür springt Marek der Ball. Moskauer wieder im Ballbesitz, abgefangen von Dominik Peitz, der das Spiel öffnet auf die rechte Außenposition auf Dexter Lang, der den Ball nach vorn treibt. Spielt auf Björn Ziegenbein. Wieder ins Zentrum. Robert Müller hat den Ball. Schöner Seitenwechsel auf Tobias Jenige, der aber leider den Ball verliert. Jetzt wieder eine Offensivaktion der Moskauer. Rechts haben sie sich durchgetankt. Flanke in die Mitte. Da kann Dexter aber klären. Und Marek kann die Ecke noch verhindern. Macht er auch. Und holt einen Anruf für die Hanseaten aus. Beziehungsweise für uns. Den Sportkommentator schon drin. Einwurf von Michael Blum. Jetzt ausgeführt. Lukas Albrecht gewinnt den Kopfball und Robert Müller wechselt die Seite. Jetzt hat Dexter mal die Möglichkeit, hat Platz nach vorn zu gehen. Spielt aber erstmal wieder zurück zu Michael Wiemann, der zu Robert Müller wieder ins Zentrum spielt. Der eine schlechte Ballannahme hat und den Ball verliert. Damit wieder eine Chance für Moskau ermöglicht. Die dribbeln in den 16er, verlieren aber den Ball. Gut gemacht von Michael Wiemann, der für meine Begriffe ein richtig gutes Spiel macht. So, jetzt sind wir auf Höhe der Mittellinie. Wir haben den Ball. Wieder Robert Müller, der sehr viel Ballkontakt hat. Rüber zu Michael Blum, der jetzt nach vorn geht. Jetzt hat Tobias Jenige den Ball und Einwurf auf Höhe des Strafraums in der Moskauer Hälfte. Ich weiß nicht, Lorenz, ob du auch mal fertig wirst. Ja, doch. Schön. Sehr schön hast du das gemacht. Also ich meine, für die Zeit nach deiner Karriere steht ja jetzt fest, was du machst. Vielleicht haben die Kollegen von Sky oder Sport1 mal zugehört. Haben wir mal hier ein Talent entdeckt. Jockel, vielen Dank auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch wieder total aktuell. Du bleibst lieber im Hansa-Radio. Ganz genau, ich bleibe lieber hier. Das hören wir gerne. Und jetzt haben wir vielleicht auch eine gute Torschussgelegenheit, zumindest mal, wenn nicht sogar eine wenn nicht sogar eine Gelegenheit für einen Anschlusstreffer. Und zwar haben wir so halblinke Position, ich würde sagen 18 Meter, vielleicht noch 19 Meter vor dem russischen Tor im Freistoß, aber wie gesagt, wenn man nach oben rechts anvisiert, guck mal, da ist das Tor ein bisschen höher als oben links, oder? Ich war jetzt nicht auf dem Platz, aber es sah vorhin so aus, als Kevin beim Warmmachen drin stand,
dass das Tor sowieso etwas kleiner wirkt, wie bei uns auf dem Trainingsplatz auch. Da ist auch ein schöner Hügel vom Tor. Kommt uns auch mal ganz entgegen, ist auch mal schön. Aber du hast recht, so richtig rechteckig sieht es nicht aus. So, Ausführung Björn Ziegenmein, liegt nicht schlecht, aber doch zu harmlos. Genau in die Tormitte getreten und hier sagt Marcel aus Schwerin, moin moin Jockel, mein Lieblingstorhüter. Das hört man noch gerne, oder? Ja, das ist doch schön. Auf jeden Fall. So. Jetzt, wie gesagt, ist die Sonne komplett in dem Tal, wo der Schalke liegt, verschwunden, mehr oder weniger. Wir sehen nur noch außerhalb auf den Hügeln so ein bisschen Sonnenschein. Deswegen ist das Flutlicht jetzt auch angegangen. Und Hansa Rostock entsprechend jetzt im Vorwärtsgang. Dexter Lang mit Björn Ziegenmeier im Zusammenspiel. Lok Moskau kann den Ball aber abfangen und lässt den ins Austrudeln. Wir hatten vorher mal die Bank noch vorgelesen. Johannes Brinkis ist mit auf der Bank. Was sagst du zu Pommes? Ich meine, der Junge ist 18 Jahre alt, spielt noch in der A-Jugend, aber tritt hier auf total, ja, wie soll ich sagen, selbstbewusst. Wie nimmst du ihn so im Training wahr und was ist er so für ein Typ? Ja, Pommes ist, ohne das Böse zu meinen, ein richtig typischer Torhüter. Einfach ein bisschen verrückt, ist noch sehr jung, nimmt das alles noch sehr offen auf. Denke, dass er von Alex und auch Kevin und mir sich ein bisschen was abgucken kann. Aber er schmeißt sich schon mächtig verrückt in die Bälle rein und hat eigentlich keine Angst vor irgendwas. Er macht eine super Figur, ist sehr, sehr trainingsfleißig. Also Hut ab, wenn ich das in dem Alter gewesen wäre, wäre aus mir vielleicht auch noch mehr geworden. Aber wie gesagt, er macht das schon richtig, richtig gut. Und ich habe da keine Bedenken, wenn Kevin oder mir oder beziehungsweise uns beiden was passieren würde, Pommes reinzustellen. Weil, wie gesagt, er macht sich da keinen Kopf und hat keine Angst da irgendwie oder hat da irgendwelche Versagensängste. Der geht seinen Weg, macht, glaube ich, auch eine gute Saison in der A-Jugend und ich hoffe, dass es für ihn so weitergeht. Er hat ja selbst auch immer betont, er freut sich einfach in der Spielpraxis bekommen, am Wochenende in der U23 oder in der A-Jugend. Das ist der Fall. Jetzt kommen wir mal zum Spiel auch hier zurück. Wie gesagt, Moskau hat komplett einmal gewechselt, wie es aussieht. Die haben über linken Flügel relativ schnellen Mann mit relativ auffälligen Neonschuhen, der gerade über die linke Außenbahn ja mit Ball am Fuß durchgegangen ist. Ja, der hat einen sehr, sehr bekannten Namenswert, der Maikon, aber es ist natürlich nicht der Maikon von Inter Mailand, sondern ein junger Nachwuchsmann, das habe ich mir noch vor dem Spiel angeguckt, 22 Jahre alt. Ja, scheint zumindest eine Rakete zu sein, was die Schuhe angeht und die Schnelligkeit angeht. Schuppe ist auch noch bei uns, Schuppe. Halbzeit gut verbracht. Was hast du gerade? Habt ihr gerade über den Fünfer, Tabas Bolak gesprochen? Nein. Der ist ja die 100 Meter in 9,5 gelaufen mit Ball, glaube ich eben. Der war ja so schnell eben, der Fünfer. Der Fünfer? Auf welcher Seite sitzt? Ist der ganz hinten. Okay. Mit Ball. So viel laufe ich nicht mal 50 Meter ohne. Aber ich darf berichten, unser Schuppe hat eine neue Sportart für sich entdeckt, Joggen. Schafft es immer jeden Tag zum Trainingsplatz. Shoppen oder Joggen? nicht shoppen, Joggen. Zum Trainingsplatz hinzulaufen, bringt da den Fans Fußbälle vorbei, damit die dann auch ihr Spielchen machen können. Also sieht schon sehr sportlich aus. Also Schuppe macht ja sehr viel so auch an Sport, aber als Ausdauersport Schuppe habe ich die noch nie machen sehen. Wie kommt das denn? Nee, das war überhaupt nicht mein Ding, außer Fahrradfahren. Also Joggen, nee, noch nie gemacht. Damals beim Crosslauf habe ich immer Abkürzungen genommen oder habe mich versteckt im Gebüsch. Und jetzt, ja, ich wollte mal anfangen, was Neues zu machen und ja, ne, kann man ja hier im Trainingslager anfangen. Warum nur die Fußballer? Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion den Fans gegenüber, also muss man da auch ein bisschen was machen. Ne? Absolut Respekt und Hut ab. Jetzt kommt eine Frage zu Kevin Pannewitz, ja genau so, wie es ein anderer User hier geschrieben hat. Panne ist in Rostock geblieben, weil er Trainingsrückstand hat, war lange Zeit jetzt krank, zum Training gespart und es bleibt jetzt abzuwarten, wenn wir zurückkommen, in welchem Zustand er sich befindet. Das hat auch Wolfgang Wolf genauso gesagt. Und dabei belassen wir es dann auch. Schuppe ist ein ganz schneller, schreibt hier Hansa Thomas W. Der meint wohl, er kann sich mal mit dir messen vielleicht auf 100 Meter. Aber Schuppe ist ein Ausdauerläufer. So, also wie gesagt, nach wie vor steht es aus unserer Sicht 0-2. Spartak Moskau verwaltet jetzt das Spielgeschehen. Er spielt den Ball, so wie man das kennt, in der Innenverteidigung von links nach rechts und wieder zurück. Mit der Nummer 22 jetzt im Spiel Man da Costa. Das ist ein super Vorname. M-A-N. Man. Man da Costa. Typisch russisch. Genau, typisch russischer Kindername. Ich glaube, das war letztes Jahr 2011 der meistgewählte Name in Russland.
Ja, Mann, da kostet auf jeden Fall Innenverteidigung. Jetzt haben wir zwischen den Trainerbänken einen Einwurf, und zwar ist das Michael Blum mit der 21, der den Ball jetzt versucht nach vorne zu bringen. Janicka bietet sich kurz an im zentralen Mittelfeld. Der Ball kommt aber zu Lukas Albrecht. Jetzt Janicka steigt nach oben, bringt den Ball mit dem Kopf nach vorne. Jetzt eine Kopfballstaffette. Michael Blum wieder nach vorne. Weinand, klasse mit der Hacke auf Albrecht. Und da setzt sich aus meiner Sicht sehr robust der Gegenspieler von Lok Moskau. Also hält den Ellenbogen da sehr, sehr raus. Eigentlich Lukas Albrecht in einer besseren Position. Vielleicht fehlt ihm da so ein bisschen die Cleverheit, das auch auszunutzen, um den Schiedsrichter zu signalisieren. Mann, das war doch ein Foul. Ja, sicher. Das hat auch unser Trainer schon mehrmals gesagt, dass wir da einfach noch einen Tick zu brav sind. Wenn der Ellenbogen kommt, dass unsere Stürmer dann auch mal fallen, damit wir dann auch mal einen Elfmeter bekommen. Jetzt kam die Ecke von Tobi Jenicke. Die wurde abgewehrt. Und aus dem Hintergrund dann Tom Weiland mit einem gefährlichen Halbvolley, den der Keeper, ich weiß nicht, ob... jetzt Guilherme drin ist, aber immer noch mein Freund Filzkopf. Einer von beiden ist auf jeden Fall im Tor. Jedenfalls kommt jetzt die zweite Ecke, wieder Tobi Jenicke. Einen langen Ball. Auf dem zweiten Pfosten bringt Michael Biemann den Ball zurück in, auf Dexter Lang. Der flankt aus dem Halbfeld. Und Guilherme kann den Ball, das klingt auch, als ein portugiesischer Name ist, springt, wirft den Ball mit Macht auf den rechten Flügel. Auf die Nummer 65, das ist, oh mein Gott, Poberzkin, Podberzkin. Ja, aber Tobi Jenicke grätscht ihn auf jeden Fall ab und es gibt Einwurf, den wird jetzt die Nummer 19, André Echenko, ausführen. Doch jetzt befindet sich der Ball im Tor aus und zwar so, dass Kevin Müller einen Abschlag bringen wird. Und langsam wird es auch empfindlich kalt. Jockel hat auch schon so ein bisschen den Kragen nach oben geklappt, die Arme verschränkt. Also es wird abends und morgens ist immer empfindlich kalt hier, auch im Januar. Ne? Also da wundert man sich. Es ist hier auch mal Winter. Definitiv. Das sieht immer besser aus, als es dann wirklich ist. Also früh und abends ist es erschreckend kalt. Ich bin vorhin auch runter, habe mir unserem Zeug heute noch einen Pullover geholt. Ansonsten wäre es unangenehm geworden. Also so ist es auch. Morgens 5 Grad, nachmittags 18 Grad und dann wieder abends wieder auf 4, 5 Grad runtergekühlt. Tobi Jenicke bringt den Ball jetzt in die Mitte. Wunderbar, durchfest noch Elfmeter. Das muss ein Elfmeter sein. Ja, genau. Das ist ein genau richtiger Kommentar, Hans Hansen. Hansa und Elva, er werde ich Kanzler. Das scheint sich wie ein roter Faden so im Moment durchzuziehen. Wir hoffen, dass es kein böses Omen ist für 2012, denn das war ein relativ klarer Elfmeter. Lukas Albrecht ist in der besseren Position, holt aus, will schießen und sein Gegenspieler trifft ihn einfach hinten und so, dass er das Schussbein sich verhakt und dementsprechend ist das laut Regelauslegung auch international ein Elfmeter. Dominik Peitz läuft jetzt einen Ball ab gegen die Nummer 11, der jetzt reingekommen ist. Dimitri Sychev, auch den habe ich schon mal irgendwo gehört. Vielleicht kann da jemand mal googeln. S-Y-C-H-E-V geschrieben. Aber wie gesagt, Moskau macht jetzt Druck. Und zwar nicht Spartak, sondern Lok Moskau. Denn wenn ich jetzt noch einmal Spartak sage, dann zahle ich auch ein. Ich weiß, ja. Ist ja richtig. Es ist Lok Moskau und ich verspreche, die Trainingslagerkasse von Hansa Media wird sich füllen. So wie es bei uns verpönt ist, Mohamed Latay zu sagen, weil der ja Latay heißt, da müssen gewisse Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, Abid, mir regelmäßig einzahlen. Dementsprechend mache ich das gerne auch, wenn ich jetzt nochmal den verbotenen Namen aussprechen werde. Björn Ziegenbein versucht sich jetzt über den rechten Flügel durchzusetzen, schafft das nicht ganz, wird auch unsanft gebremst, auch das lässt er schließlich da weiterspielen. Scheint hier so ein bisschen internationale Härte zu sein, oder? Ja. Ich denke schon, hier, ZSK Moskau macht das nicht schlecht. Ja. ZSK Moskau, ach nee, Dynamo, nee, wer? Ach nee, die anderen. Lok Moskau natürlich. Nur mal einen kleinen angespitzt für den Herrn Kubitz, aber ich denke, er kriegt das mittlerweile auf die Reihe. Ja, Lok Moskau, so wie es richtig heißt, Herr Hane, da hat es wieder eine nächste Chance gehabt, doch relativ kläglich jetzt vergeben. Wieder mit dem linken Fuß der Stürmer Südchef da vorne. Eddie wird morgen spielen, das ist erst auf der Bank, aber ich sag mal, unter normalen Umständen wird Edison Jordanov, damit ist Eddie gemeint, morgen gegen Mattersburg zum Einsatz kommen. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Fragen hier weiter posten. Die Chatfunktion bleibt heute ausnahmsweise mal auf. Normalerweise ist die ja während dem Spiel ausgeschaltet. Ich werde noch einen Auftrag ausführen, und zwar Helmar Wildenhain. Helmar, unser Fanradio-Technik-Guru, Systemadministrator, wie kann man ihn auch immer betiteln, hat mich gebeten, seine Schwiegermutter zu grüßen. Und da Helmar bei mir noch einen Gut hat, sage ich an dieser Stelle herzliche Grüße. Helmar,
Helma Wildenheins Schwiegermama. Leider kenne ich ihren Namen nicht. Herzliche Grüße von Helma, der, glaube ich, morgen in der Schweiz weilt. Heute, glaube ich, noch zu Hause ist. Ansonsten liebe Grüße auch an Helma, auch an Finny, den ich vorher, glaube ich, noch gehört habe im Hintergrund. Ja, liebe Grüße. Bitte, was hast du gerade rausgefunden? Sitschew, von dem du schon öfter gehört hast, hat 40 Spiele für Moskau gemacht oder schon über 40 Spiele. Und 15 Tore dabei erzielt. Siehst du mal, also der ist doch schon sehr bekannt. Die Nummer 19, jetzt springt der Ball zur Mitte. Die Nummer 19 heißt Echenko. Er heißt einfach Maxim. Andrei, nicht mal Maxim, Andrei. So, die Moskau jetzt über die linke Seite. Beim Einwurf auf die Nummer. Richtig, auf den Leopard. Schuppe. Ja, hier. Taras mit Vorname. Burlak. Nein, das ist falsch, Schuppe. Die haben komplett gewechselt und dementsprechend ist das hier unten die Aufstellung. Richtig, Maikon. Schönen guten Morgen, Herr Fischer. Der Fanbeauftragte. Hat er die 5 auf dem Rücken? Er hat vielleicht kein Trikot mehr abbekommen. So, jetzt hinten links, Michael Blum bringt den Ball nach vorne. Lukas Albrecht versucht ihn zu sichern, doch sein Gegenspieler stellt da geschickt seinen Körper dazwischen, bringt den Ball zum Torwart, der schlägt den Ball ins Aus. Jetzt haben wir eigentlich in der Hälfte von Lok Moskau Einwurf. Michael Blum bringt den Ball jetzt auf Tom Weiland, der versucht sich durchzusetzen, schafft es nicht ganz. Janetschka mit einer Grätsche. Zeigt sich überhaupt sehr kampfstark, relativ aggressiv, während sich hier Jörg Hahl und Joachim Fischer streiten, welche Nummer Maikon hat. Ist Tom Weiland auf dem Weg in Richtung Lok Moskau, wird dabei unserem zu Fall gebracht und jetzt gibt es ja so 30 Meter vor dem Tor zentralen Freistoß. Das sollte eigentlich ja nicht unbedingt jetzt Torgefahr ausstrahlen, aber immerhin haben wir jetzt mal Ballbesitz. Was sagst du, Jockel, als Torwart eigentlich zu den Standardsituationen? Da warst du auch beim Training dabei bis zuletzt, eben bis das dann passiert ist. Werden die jetzt öfter trainiert? Was hat der Trainer davor? Ja, doch. Also der Trainer legt auf alle Fälle großen Wert auf Standardsituationen. Ich finde auch, dass es sich schon doch gebessert hat. Ich denke, das hat man auch gegen Bremen gesehen. Auch hier sind schon 2, 3 ganz gut gekommen. Und ich denke, dass man auch aus der Situation schon Torgefahr ausstrahlen kann. Michael Blum wird den ausführen, so wie ich das jetzt einschätze. Lässt sich noch ein bisschen Zeit, das macht er gut so. Und ja, das war jetzt nicht die große Torgefahr, aber gut. Hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal besser wird. Wie gesagt, also der Trainer legt schon großen Wert drauf. Wir machen da schon ein paar Einheiten, um nicht nur die Ausführung des Standards zu üben, sondern auch das Einlaufen der unserer großen Kerle, Dominik Peitz, Matthias Holz, Stefan Kusche und so weiter, die dann auch mit dem Kopf mal wieder erfolgreich sein sollen. Und das ist natürlich ein bewährtes Mittel, um, wenn man auch mal nicht so gut ins Spiel findet, auch mal ein Tor zu erzielen und dann eben Spiele auch zu gewinnen, was natürlich das große Ziel sein muss für die Rückrunde. Das hoffen wir alle sehr auf jeden Fall, dass da auch Torgefahr über Standardsituationen dann wieder ausgestrahlt wird. Jetzt versuchen wir uns immer weiter in die Hälfte von Lok Moskau zu spielen. Das Spiel ist jetzt im Moment etwas zerfahren. Hansa-Fans sind aber nach wie vor gut drauf und versuchen ihre Mannschaft eigentlich anzufeuern. Jockel, wie sehen die nächsten Tage noch aus? Kannst du einen kleinen Ausblick geben? Habt ihr schon gesprochen? Ich habe gehört, es soll vielleicht einmal einen lockeren Abend geben, so ein bisschen teambildende Maßnahme. Du bist ja mit dem Mannschaftsrat, kannst du dazu was sagen? Na, jetzt sieht es erstmal so aus, dass wir morgen ja noch ein Spiel haben. Da werden dann größtenteils die zum Einsatz kommen, die heute nicht so viel spielen. Unter anderem, wie gesagt, auch ich. Und da werden wir früh, die gespielt haben, werden sicherlich auslaufen. Die anderen, jetzt gibt es eine Chance für Moskau. Da drin den Mai Konstrücken drauf, spielt völlig frei. Die spielen sich da noch 2, 3 Mal einen Ball zu. Aber Dominik Peitz zeigt sich hier als Torhüter und rettet auf der Linie. Das war eigentlich ein glasklares Tor. Es war schon fast ein bisschen provokant, wie sich die Moskauer da vom Tor nochmal den Ball zugeschoben haben. Das sind eben die Sachen, die ich meine, dass es dann doch immer noch das Spiel ganz gut im Griff haben, aber dann 4, 5 Aktionen haben, wo der Gegner sich völlig frei vor das Tor kombinieren kann, wo wir einfache Fehler machen und so dann auch oft halt Gegentore bekommen. Und das bricht uns dann oft das Genick.
Das ist uns Gott sei Dank gegen Bremen nicht passiert. Ich finde, gegen Bremen haben wir das richtig gut gemacht. Da haben wir fast über 90 Minuten doch keine richtig hundertprozentige Chance zugelassen. Und das ist hier wieder im Spiel der Fall, dass wir doch 5, 6 klare Torchancen zulassen, wo dann natürlich auch ein Gegner wie Lok Moskau auch mal 1 oder 2 Tore macht. Das ist das Problem. Wo war ich denn geblieben? Die nächsten Tage, ja, wie gesagt. Also morgen ist das Spiel gegen Mattersburg. Und dann werden wir sehen, am Dienstag ist ein Training. Und ja, der Trainer hat was angedeutet. Wenn das Spiel hier ganz gut ausgeht und morgen das auch recht gut bestreitet wird, dann soll es auch mal einen lockeren Abend geben, wo wir noch mal ein bisschen zusammensitzen können. Vielleicht auch mal ein oder auch 2 Bierchen, zumindest die älteren Spieler, trinken dürfen. Das werden wir sehen. Das entscheidet der Trainer dann immer relativ spontan. Und sozusagen das Trainingslager dann auch beenden. Mittwoch werden wir wieder einen langen Reisetag haben. Und dann bereiten wir uns auf das Spiel am Samstag vor. Und dann gehen wir ja in eine ganz normale Woche für das Spiel gegen Bochum. Und da gilt es dann, den Fokus auf Bochum zu legen und da die ersten Punkte zu holen, die wir ganz, ganz dringend brauchen, um das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen, von dem ich übrigens auch fest überzeugt bin, weil wir doch in den letzten Wochen unter dem Trainer große Schritte nach vorn gemacht haben und uns auch wieder Selbstvertrauen geholt haben. Und ich denke, dass es ein richtiger Weg ist und die Kurve ganz klar nach oben zeigt. Ja, die Kurve nach oben zeigt. Im Moment im Spiel nicht so wirklich. Wie gesagt, ich habe jetzt angesprochen, Moskau ist relativ abgezockt nach vorne. Wir machen auch relativ einfach Fehler, das ist auch richtig. Liegt sowas denn auch an der Trainingsintensität oder wirklich an der Qualität des Gegners? Also eine Mischung oder wie kann man sich das erklären, so als Fan, als Nicht-Profi? Ja, mit Sicherheit von allem irgendwas. Das ist das Problem. Das ist jetzt auch wieder eine Mannschaft oder eine Defensivmannschaft, die so auch noch nie zusammengespielt hat. Das klingt immer als kleine Ausrede, ist aber wirklich so. Das ist einfach nicht eingespielt. Dominik Peitz spielt als Innenverteidiger, dann ein neuer Mann mit Marek, der auf der Sechserposition spielt. Das sind alles Sachen, die noch nicht so eingespielt sind und deswegen sicherlich auch irgendwo Kommunikationsprobleme vielleicht noch da sind. Das ist schon schwierig und von daher, gegen Blinde spielen wir auch nicht. Die können auch alle ein bisschen Fußball spielen. Und von daher ist es schon okay, dass sie 2-0 führen. Das ist halt ärgerlich, wie die Tore dann fallen. Wir sind ja nur wirklich, das kann ja jeder bestätigen, keine 2 Tore wirklich besser. Und das ist eben das Ärgerliche, dass man dann relativ einfache Gegentore kriegt. Ansonsten, wie gesagt, sind wir absolut gleichwertig. So, jetzt gab es in der Zwischenzeit, danke erstmal für das Statement, Jockel, einen Wechsel. Und zwar ist Pelle Jensen für Dexter Lang gekommen. Das sieht dann so aus, dass Michael Wiemann jetzt auf Rechtsverteidigungsposition spielt, Pelle Jensen mit Dominik Peitz in Innenverteidigung. Stichwort ungewohnte Aufstellung. Ich glaube, dass die beiden haben in der Innenverteidigung auch noch nie zusammen gespielt, Pelle Jensen und Dominik Peitz, oder? Ja, definitiv nicht. Sind auf alle Fälle 2 lange Kerle. Also obenrum dürfte jetzt nichts mehr anbrennen. Dann hoffen wir, dass untenrum auch nichts anbrennt, um mal in der Bildschwahl zu bleiben. Und gucken mal, ja, jetzt wo noch ca. 20 Minuten, denke ich mal, zu spielen sind. Dass Hansa Rostock vielleicht, dass wir hier noch die ein oder andere gefährliche Szene vielleicht zeigen und vielleicht auch das ein oder andere Tor noch erzielen. Ich meine, das ist nicht verboten hier. Dementsprechend sollten wir das jetzt angehen. Jetzt war erstmal eine Abseitssituation von Lok Moskau, die jetzt auch einen Wechsel anzeigen, die Nummer 20 soll kommen. Die steht nicht drauf, ja. Das macht nichts. Ich glaube, das ist auch weniger interessant, wer da jetzt kommt. Da hat sich einer verletzt aus der Mannschaft. Dementsprechend wechseln die jetzt. Wir haben das ja gesehen, wir haben weit über 20 Spieler dabei hier im Kader. Klar, also soweit ich das auch gehört habe, sind die auch 5 Wochen im Trainingslager. Ich meine, du als Profi, wenn so eine Woche zieht sich schon. Also 5 Wochen weg von der Familie, von der Heimat. Das ist doch eigentlich kontraproduktiv, oder? Ja, was heißt kontraproduktiv? Also im Sinne des Fußballs für die Mannschaft, denke ich, ist es schon produktiv. Es ist natürlich 5 Wochen mit den gleichen Gesichtern aufeinander zu hängen, wirklich fast 24 Stunden, das kann sich schon ganz schön ziehen. Natürlich ist es so, dass in Moskau, nehme ich mal an, doch auch ein relativ harter Winter ist und von daher eine Vorbereitung schwer, schwer möglich. Und es ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr so geworden, doch, dass die russischen Vereine doch finanzielle große Unterstützung bekommen von Privatpersonen und die sich natürlich nicht leisten können, dann auch mal 5 Wochen eine Vorbereitung zu machen. Aber wie gesagt, also das ist schon Pappenstiel. 5 Wochen von zu Hause weg und mehrere 100 Kilometer, 1000 Kilometer weg.
das ist schon nicht so einfach und kann man nur der Mannschaft wünschen, dass sie sich nicht allzu sehr auf den Sack gehen. Das war deutlich, Jocke, so würde ich gerne, super. Apropos Geldgeber bzw. Wirtschaftspartner, es sind ja nicht nur Hansa-Fans da, dankenswerterweise, sondern waren auch über 3-4 Tage Sponsoren von unserem Verein, von FC Hansa Rostock, die hauptsächlich an der Mannschaft dran waren, auch mit ihnen zum Abend gegessen haben. Es gab einen Grillabend, wo man sich nett unterhalten hat. Ja, wie hast du den Abend empfunden? Ich meine, ich fand es sehr nett, es kam zu einem oder anderen Gespräch, vor allen Dingen auch ja, viel Verständnis auch gezeigt, vor allen Dingen viel Optimismus auch verspürt worden ist. Ja, das ist mir so aufgefallen. Was ist dir aufgefallen in diesem Abend? Absolut, also wirklich sehr viel Optimismus versprüht, wie du das so schön gesagt hast. Das ist schön auch für uns Spieler, dass man sieht, dass auch von außen da keiner resigniert. Ja, wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht im Trainingslager, dass wir so einen Abend hatten, so einen Grillabend, mehr oder weniger Mittelsponsoren. Die hatten, denke ich, auch 4-5 richtig lustige Tage, haben auch selbst ein bisschen Fußball gespielt, haben abends sicherlich immer auch 1-2 Bierchen getrunken. Das hat man dann auch ab und zu mal gemerkt. Aber so soll es auch sein. Die Jungs, die sollen Spaß haben, sollen sehen, wie wir uns hier bewegen, sollen so einen Ablauf von unserem Trainingslager mal mitbekommen. Und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das macht sehr viel Spaß. Ein paar Gespräche sind immer gut. Und man kann ein paar Kontakte knüpfen. Und von daher ist es eine rundum gelungene Sache gewesen. So, rundum gelungen ist bisher auch das Trainingslager. Es gab keine ernsthaften Verletzungen. Die Einheiten wurden sensationell mitgezogen. Das ist jetzt ein O-Ton von Wolfgang Wolf, der gesagt hat, das macht richtig Spaß mit der Truppe. Hat er noch nie so eine Mannschaft, die so gut mitgezogen hat. Dementsprechend macht es riesig Spaß, diese Herausforderung anzunehmen. Das können wir alles hier so locker erzählen, denn auf dem Spielfeld passiert nicht mehr wirklich viel. Außer in der Ola-Welle, die versucht hier irgendwie anzustimmen, aber mit 50 Mann in der Ola-Welle ist ein bisschen schwierig. Aber Hansa-Fans schaffen auch das. Schaffen auch das. Und Schuppe sagt gerade, Schuppe, erzähl mal, kannst du ja hier rankommen? Du hast schon lange nichts mehr gesagt. Was ist hier passiert? Ja, also die Portugiesen haben hier wahrscheinlich im Stadion eine sehr nette Ballholerin, die gerade nach dem Ball gelaufen ist und natürlich genau vor unserer Fantribüne. Und die Jungs machen sich natürlich ein Späßchen draus, ne? Dass das junge Mädel mal ein paar rote Wangen bekommt und so. Ne? Ja, man kennt sie halt nicht anders als die Fans. Ne? Aber solange das so ist, ist das gut. So sieht's aus. Freundlich, gute Stimmung, alle gut drauf. Jetzt wird es hoffentlich auch sportlich. Ungemütlich wird jetzt der Trainer, aber der jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Geduld verliert und seine Spieler dazu anmahnt, ja, wieder klare Bälle zu spielen und vor allen Dingen klare Aktionen auszusuchen nach vorne. Jocke, wenn du jetzt im Tor wärst an dieser Stelle, inwieweit kann man da Einfluss nehmen? Auch von, ich meine, dann steht man auch im Spielfeld, der Trainer hat wenig Möglichkeiten, du als Spieler von ganz hinten vielleicht auch nicht so wirklich. Aber man sieht dich immer wieder auch, wie du versuchst, Einfluss zu nehmen. Und das ist ja auch dein Spiel. Wie machst du das? Und wird das ja auch angenommen? Beziehungsweise fühlt man sich auch gehört? Oder er hört? Ja, es ist nicht wirklich so einfach. Hier geht das immer noch. Oder jetzt in den Testspielen ist es immer noch so, dass es auf alle Fälle gehört wird. Ob es angenommen wird, ist immer noch eine andere Frage. Jetzt eine große Chance für Moskau. Geht Gott sei Dank am Tor vorbei. Da schaffen wir es nicht, den Spieler zu stoppen. Wobei ich auch denke, dass der vorher gefoult hat. Der Spiel ist nicht immer ganz auf der Höhe, aber gut, egal. Ja, Einfluss nehmen. Wie gesagt, das ist nicht immer ganz so einfach. Das Spiel plätschert jetzt so in der zweiten Halbzeit dahin. Man versucht zu motivieren, man versucht ein paar Leute anzusprechen, die auch den Rest mitnehmen sollen. Von hinten als Torhüter, man hat auch nicht so viele Aktionen, um dann die Mannschaft mitzureißen. Man versucht daher mehr zu rufen, mehr zu schreien und die Spieler aufzumuntern. Aber so richtig gelingt es jetzt hier auch nicht mehr. Wichtig ist, dass wir nah an den Leuten sind, dass wir wirklich wenig nach hinten zulassen. Aber es wäre halt auch schön, wenn wir doch mal wieder zweite Aktion nach vorne haben, damit wir mal einen Pass nach vorne spielen, vielleicht nochmal 2-3 Freistöße rausholen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ansonsten machen wir hier ein offenes Spiel. Es ist bestimmt kein schönes Spiel, aber es ist offen. Und wir müssten hier eigentlich nicht als Verlierer vom Platz gehen, wenn wir doch einen Tick mehr in die Offensive investieren würden. Deswegen sage ich, es ist wirklich nicht so einfach. Jetzt gibt es einen Foul auf der linken Seite von Moskau, die den Ball gleich vors Tor bringen werden. Maikon, der berühmte Maikon.
ist gefoult worden. Schauen wir mal, was die Moskauer aus so einer Situation machen. Wir hatten auch schon zwei, drei Freistöße, haben es leider nicht geschafft, den Ball im Tor unterzukriegen. Und nun wollen wir mal sehen, ob wir den verteidigen können. Schiedsrichter wird den Ball gleich freigeben. Das tut er jetzt. Ball kommt vors Tor. Nein, zum Tor. Und zieht den aber drüber, aber da wäre Kevin noch da gewesen. Das wäre keine große Herausforderung gewesen. Nebenbei sehe ich gerade, macht unser, ich sag's jetzt mal, positiv verrückter Torwarttrainer mit unserem Ersatztorwart Johannes Brinkis noch ein kleines Kraftprogramm. Der Alexander Ogrins, der es einfach nicht lassen kann, mal 90 Minuten auch mal auf der Trainerbank zu sitzen oder zu sitzen. Da macht er seine gefühlten 500 Klimmzüge. Und Pommes muss die dann halt immer mitziehen, damit der Alex nicht ganz so alleine ist. Aber das ist schon Wahnsinn. Das ist ein fitnessverrückter Trainer. Macht aber auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Das kann ich sogar aus eigener Erfahrung berichten. Alex, ich hatte die große Ehre, mit Mr. Fitness himself zweimal hier zu trainieren. Also das ist schon Wahnsinn. Meine Bauchmuskeln tun jetzt noch weh. Also das ist schon Wahnsinn, was ihr da für ein Programm abspult. Das kann ich jetzt sogar aus eigener Erfahrung sagen. Das ist schon... Ist schon sehr bewundernswert und klasse, dass der Mann mit 43 fitter ist. Also das ist schon klasse. Wir haben jetzt Gelegenheit, nach vorne zu gehen. Tom Weinand versucht den Ball in der Mitte festzumachen, schafft das nicht ganz. Moskau will sich befreien, doch ein Abseits. Und ich meine, jetzt so eine Viertelstunde vor Schluss können wir eigentlich mal anfangen, unsere Feierlichkeiten langsam zu starten. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass heute jemand ganz besonderes Geburtstag hat. Und zwar seinen ersten. Okay, weißt du, wer? Ja, doch. Wir haben kurz ja dann vorhin schon drüber gesprochen, deswegen weiß ich es. Heute vor einem Jahr ist das Fanradio das erste Mal auf Sendung gegangen. So ist es. Genau so ist es. Heute genau der 22. Januar 2011 war es, als das Hansa Fanradio sozusagen aus der Taufe gehoben worden ist. Damals war das, glaube ich, das Nachholspiel gegen Rot-Weiß Erfurt, ein Heimspiel. Nach langer, vielen, vielen, vielen Stunden Arbeit haben wir es geschafft, unter Mithilfe vom OFC Fanradio und dem Lars Kissner, der uns da super unterstützt hat, mit Arvid Langschwager und Helmer Winhallen als die ersten beiden Kommentatoren an den Start zu gehen und die Spiele, die damals in der dritten Liga nicht so eine Berichterstattung hatten, zu übertragen. Wir übertragen hoffentlich jetzt auch gleich das 2:1, denn Michael Blum hat sich den Ball zurechtgelegt von der rechten Strafraumkante und will ihn jetzt nach innen bringen. Vielleicht macht er das besser als vorher Maikon und schlägt ihn direkt oben ins Kreuzeck. Der Ball kommt gut. Janitschka will da zum Ball hingehen, Maikon klärt doch per Fallrückzieher. Ja, das sah aber nicht so schlecht aus vom Zug her. Der Freischuss war gut, war ein guter Zug, denn wie Pelle hier gerade sagt, genauso war es. Also mit Druck zum Tor hingespielt worden. Jetzt ist der Ball geklärt worden und wir haben Einwurf auf Höhe der Trainerbank. Ja, das Hansa Fanradio gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Wir haben eigentlich kein Spiel verpasst. Kein Testspiel, kein Freundschaftsspiel, kein Pflichtspiel. Wir haben mehr und mehr Fans dazu gewonnen. Fans, Hansa-Fans aus der ganzen Weltschuppe, die immer wieder sich freuen, dass sie dabei sein können mit ihrem FCH, egal aus welchem Kontinent, ob aus Amerika, Afrika, Australien, Europa. Die Fans sind dabei und ich denke mal, das sollten wir weitermachen, oder Schuppe? Hast du da auch irgendwie Rückmeldungen bekommen? Ja, natürlich. Ja, natürlich freuen sich die Fans, dass es Fanradio gibt. Und ich bin ja, du weißt ja, ich bin mit den Jungs ganz oft unterwegs, wenn wir auswärts fahren mit unserem Dienstauto, fahren die Jungs mit mir mit. Zurück muss ich dann die ersten 200 Kilometer fahren, weil die Jungs dann hinten auf der Rücksitzbank sitzen und alles zusammenschreiben, alles online stellen, die Fotos sortieren. Also wir sind jetzt das ganze Mediateam, aber das Fanradio ist ja auch mal dabei, wie sie sich auf der Hinfahrt vorbereiten und so eine Sachen. Also die sind schon echt gut dabei, die Jungs. Die bereiten sich echt gut vorher und ja, und da haben wir ein paar Quaddelkörper dabei, die echt Gaut machen. Ne? Schuppe ist auch des Plattdeutschen mächtig, sehr gut. Das versucht er mir auch beizubringen. Ja, wie gesagt, das ist schon ein toller Zufall, dass wir heute genau vor einem Jahr, also wie gesagt, auf dem Tag genau, das Fanradio an den Start gegangen ist und wir immer noch hier sind sozusagen. Und wir wollen noch weiterhin bei euch bleiben. Dementsprechend würden wir uns natürlich über jede Form von Unterstützung und weiterhin auch freuen. Und bedanken uns natürlich bei allen, die das auch möglich gemacht haben, denn auch den Hansa-Fans, die das auch mitfinanziert haben. Der Verein hat vorfinanziert, die Fans dann refinanziert, wäre das nicht möglich gewesen. Und da an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Die Russen versuchen nochmal das 13-0 nachzulegen, auch das war aber ein Schuss, der eher, sag ich mal, nächste Woche Sonntag eventuell nachts beim Super Bowl
dann gewertet worden wäre mit 3 Punkten, denn er ging schon relativ hoch über das Tor. Falls ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, wir sind jetzt noch bis Mittwoch hier, Fragen an Spieler, an Trainer, den werden wir versuchen, jeden Einzelnen eigentlich vor die Kamera zu holen. Wie gesagt, heute wird Schuppe hier die Abmoderation machen, damit Sebastian, der hier das Spiel immer wieder filmt. Sebastian, vielleicht sagst du auch nochmal Hallo. Hallo. Sebastian ist ungefähr genauso, wie soll ich sagen, redeselig wie Freddy Borg. Der war heute im Interview auch super. 3 Fragen an Freddy Borg. Ich glaube, wir waren in 45 Sekunden durch. Aber davon könnt ihr euch auch selbst überzeugen, wenn das Video dann online ist. Und Sebastian ist auch kein Mann der lauten Töne, aber unglaublich loyaler und zuverlässiger und vor allem kompetenter Mitarbeiter. Jetzt aber genug geschleimt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bei Facebook oder eine Mail am fanradio@fc-hansa.de, wen ihr gerne sehen oder hören wollen würdet und welche Fragen ihr hättet. Wie gesagt, Paul Beinlich, Alex Ogens werden wir auf jeden Fall noch machen, denn mit Alex gibt es einiges aufzuarbeiten aus dem Trainingslager. Man lernt sich ja so in den Tagen ein bisschen kennen, das war schon sensationell. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Ich würde sagen, das ist jetzt wirklich das Geplänkel am Schluss. Die Mannschaften wollen nicht mehr so wirklich jetzt hier Vollgas geben, sondern stehen einfach kompakt in ihrer Ordnung, schieben von links nach rechts. Moskau schiebt den Ball immer von links nach rechts, versucht nach vorne zu kommen, schafft das aber jetzt nicht. Es gibt einen Wurf in dieser eigenen Hälfte, circa zentral zwischen Mittellinie und Auslinie, beziehungsweise Torauslinie. Jockel, stimmt dich noch was zuversichtlich, dass wir heute hier vielleicht noch hochkarätige Torchancen sehen? Ich hätte gerne mal einen Torschrei gehört von dir, aber irgendwie scheinen die Jungs dir nicht den Gefallen tun zu wollen. Na, im Moment sieht es eher nicht danach aus. Du hast es richtig gesagt, das ist plänkelt so ein bisschen dahin. So, die wirklichen Aktionen zum Tor sind vorerst erstmal nicht da. Ja, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Es laufen sich auch noch 2 warm. Wenn ich das richtig sehe, ist es Tino Semmer und könnte Timo Pertl sein. Ja, den Schuhen nachzufolge Timo Pertl. Beide auch mit schönen neon-orangefarbenen Schuhen. Jetzt kommen wir nochmal durch in den 16er. Lukas wollte den Ball nach innen spielen, wird aber abgegrätscht. Das war doch mal wieder eine Aktion, die ein bisschen Hoffnung keimen lässt. Sehr gut formuliert. Er gibt die Ecke, Schuppe. Aber was mir jetzt auffällt, das wollte ich noch kurz von Jockel wissen, bevor die Ecke ausgeführt wird. Jetzt schon, Tom Weinert hatte wirklich Schwierigkeiten, den Ball auch durchzubringen, denn das sieht man wirklich, internationale Härte, die gehen hier voll zur Sache. Die gehen sehr zur Sache, muss man natürlich sagen. Tom Weiland kam aus der A-Jugend. Der muss auch noch ein bisschen cleverer werden. Ist ein super Kicker, echt. Ecke kam rein, abgefangen vom Torhüter. Ja, Tom Weiland ist ein super Kicker, muss man wirklich sagen. Ziehe ich den Hut. Technisch sehr, sehr gute Voraussetzungen. Muss aber ganz einfach noch ein bisschen robuster werden. Muss ein bisschen Krafttraining machen und muss vor allem lernen, auch den Ball im richtigen Zeitpunkt abzuspielen, seine Mitspieler einzusetzen. Dann kann der Junge richtig, richtig Gold für uns wert sein und die ein oder andere Torschance für uns vorbereiten beziehungsweise dann auch abschließen. Also ich erhoffe mir da noch sehr, sehr viel von ihm. Ist auch so ein kleiner Spezi von mir, den ich in jedem Training versuche, auch mal ein bisschen anzustacheln. Ja, wie gesagt, also für ihn geht es jetzt halt schnell. Wir sind in der Situation, wo wir nicht lange warten können und er muss halt relativ schnell Sachen lernen und ich sage jetzt mal grob fußballerisch erwachsen werden, um halt seinen Körper besser einzusetzen, weil wie gesagt, technisch macht ihm hier kaum einer was vor. Ich denke schon, dass er technisch der Beste bei uns mit ist und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt in der Rückrunde. Super, das ist natürlich gute Aussicht, wenn das so kommt und vor allen Dingen ist es klasse, wenn ihr erfahrenen Spieler, Jungs auch dann unter eure Fittiche nimmt, weil die dann auch noch auf euch hören und das annehmen, dann bin ich da guter Dinge. So, jetzt hat Kevin Müller erstmal aus dem Tor rausgeeilt und hat den Ball abgefangen. Jetzt wird Tobinelli über rechts versucht, ins Spiel zu bringen, kann den Ball leider nicht unter Kontrolle bringen. Und Jockel sieht das von hier mit seinem Adlerhaugen, das war eindeutig ein Platzfehler. Ich werde mich schon so langsam von euch verabschieden, auch wenn noch 6 Minuten zu spielen sind. Sebastian und ich müssen, oder wollen vielmehr, dann den Weg nach unten finden, auf die Tatanbahn und die eine oder andere Stimme noch für euch einsammeln, die wir natürlich online stellen werden. Dann 2-stündige Rückfahrt ungefähr vor uns. Deswegen wird das erst spät in die Nacht, beziehungsweise morgen früh wahrscheinlich erst was werden. Ich denke mal,
Die Upload-Leitungen werden grün. Schuppe und Jörg werden das dann für euch hier abmoderieren. Ganz, ganz souverän. Mir bleibt noch zu sagen, dass es mir auf jeden Fall total Spaß gemacht hat. Wir versuchen unser Bestes. Wir werden morgen auch wieder Portugal spielen, aber nicht hier an diesem Spielort. Wir werden alles versuchen, dass wir dort auch eine Internetleitung auf die Beine sozusagen bekommen. Wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass wir auch wieder das Spiel aufzeichnen werden, auch mitmoderieren werden, sodass wir auch von diesem Spiel gegen SV Mattersburg, dem österreichischen Erstligisten, für euch berichten können. Ja, Jocke, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Fand es großartig. Vielleicht gibt es nochmal die Gelegenheit, das normal zu machen, auch wenn es mir viel lieber ist, wenn du dann da unten stehst und die Mannschaft dann nach vorne treiben kannst. Jetzt haben wir nochmal eine Gelegenheit. Weiland kommt leider nicht an den Ball. Da sieht man mal, diese Gegenspieler. Mir hat das Steffen Baumgart gestern gesagt, die sind abgewichst. Und das fehlt der jungen Mannschaft noch manchmal. Das hat er wirklich so im Interview gestern gesagt. Und das möchte er den Jungs, genau, ich glaube, in die Kerbe schlägst du ja auch, nochmal beibringen. Und ja, da wünsche ich euch viel, viel Erfolg auf jeden Fall bei. Und wir sehen uns und hören uns dann später. Ja, tschüss, Lorenz. Dann geh du mal auf die Tartanbahn. Versuch mal, den einen oder anderen Spieler noch zu bekommen. Ich freue mich, wenn jetzt mein Kumpel Schuppe sich hier neben mich hinsetzt. Mal gucken, was der noch zu sagen hat. Ist ja auch eher der Fußballfachmann. Jetzt ist Lorenz weg. Jetzt können wir machen, was wir wollen. So. Die Handbremse ist gelöst. Jetzt können wir richtig loslegen. Ja, aber wie gesagt, vom Spiel ist jetzt erstmal nicht mehr so viel zu erwarten. Wir haben jetzt gerade ein paar Zweikämpfe im Mittelfeld. Moskau hat den Ball, treibt ihn ein bisschen nach vorn. Eine schöne Einzelleistung da auf der linken Außenbahn. Spielt jetzt wieder auf Maikon. Ein paar russische Fans sind auch da, die hier ihre Mannschaft ein bisschen feiern. Und jetzt kommen wir auf der rechten Außenbahn die Moskauer nochmal nach vorn. Aber können sich auch nicht entscheiden, in unsere Hälfte spielen. Michael Wiemann mit einem sehr, sehr guten Zweikampf. Jetzt haben wir hier unser Mieterteam verlässt uns jetzt komplett. An der Kamera jetzt Sebastian Pelzer, am Mikrofon Jörg Hane mit Co-Kommentator Joachim Fischer. Und das Mieterteam macht Pause, ich weiß es nicht. Trinkt Bierchen oder geht schlafen, wir wissen es nicht genau. Nein, nein, die versuchen noch ein paar Stimmen von den Spielern zu erhaschen. Vielleicht auch ein paar russische, wer weiß das schon. So, wieder mal Moskau am Ballbesitz, geplänkte hintenrum. Ich versuche mal den erfahrenen Sportkommentator Joachim Fischer nach Parotta zu entlocken. Ja, Sportkommentator, ne? Das ist ja nur gar nicht mein Ding hier. Ich kann ja ein paar Leute auch mal ein bisschen zulabern bei Auswärtsspielen, auf der Zugreise, auf der Busreise, aber so Co-Kommentator oder Sportkommentator ist schon ein anderer Schnack, muss ich mal sagen. Ne? Und, ich habe ja nur auch beim Training, überhaupt was die Professionalität angeht, von unserem Verein, also ist sagenhaft, was da alles so passiert. Und die Leute, die Trainer, die ganzen Mitarbeiter, also so Spaß und Ernst wirklich trennen können. Also Training ist Training, ne? Und da wird auch durchgezogen. Und wenn das Training vorbei ist, dann macht man auch mal keinen Flachs oder spricht man mal lockere Worte zueinander und so. Das ist schon, also die sind alle echt professionell eingestellt hier. Und jetzt mit dem zweiten Co-Trainer, mit Baumi, ist ja auch ein bisschen noch mehr Feuer reingekommen und noch mehr Fachkenntnis, sage ich mal, von außen. Und das tut uns ganz gut, glaube ich. Wie siehst du das, Jörg? Jörg, auch noch nie von dir gehört, Jörg. Wir haben nochmal den Chance im Strafraum. Schuss leider nur ans Außennetz. Also das Netz hat schon mal gezappelt, aber es war leider nur das Außennetz. War eine gute Schussposition, war aber nur der linke von Tobias Jenicke. Ja, wir tauchen doch ab und zu nochmal wieder im Strafraum auf. Und leider hat es zum Anschlusstreffer noch nicht gereicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir denn noch zu spielen? Was haben wir noch auf der Uhr? Das kann so lange nicht mehr sein. Ja, ich weiß nicht, wenn wir pünktlich angespielt haben, könnten es noch 2-3 Minuten sein. Aber jetzt kommt die Moskauer nochmal nach vorn. Maikon dringt, wollte in den Strafraum eindringen. Pelle Jensen hat das richtig gut gemacht, ohne Foul ihn gestoppt. Jetzt gehen wir über die linke Außenbahn nochmal ab.
Ziege und Blumi im Zusammenspiel bleibt nicht hängen, setzt sich durch. Ziege immer noch am Ball, wollte Lukas einsetzen, der aber schon nach vorn gestartet war und damit der Fehlpass. Jetzt die Moskauer nochmal am Ballbesitz. Die versuchen die Seite zu wechseln, schlägt den Ball aber doch weit ins Aus. Ins große Rund des Stadions. Da haben wir Gott sei Dank ein paar Kinder, die hier die Bälle holen. Marek Janicka wird den Einwurf ausführen. Schuppe, wenn ich mir die Neuverpflichtungen so angucke, hättest du rein frisurtechnisch auch nochmal eine Chance bei uns aufzulaufen. Doch eher kurzhaarig gehalten, unsere Neuzugänge. Ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und ich habe auch extra meinen Rasierer mitgenommen. Vorher aufgeladen und alles. Aber ich denke mal, die Jungs machen das tausendmal besser als ich. Ich stehe lieber am Spielfeldrand und gucke ein bisschen zu und organisiere für Fans, was möglich ist bei Auswärtsfahrten. Das kann man mal ein Schuss von Köln. Nichts brachte und das ist Schluss. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Er hat sein Geld heute verdient. Also hätte er das Spiel in Deutschland gepfiffen, so ein, zwei Sachen, dann wäre er vielleicht morgen in der großen deutschen Zeitung gewesen mit einer Tomate auf dem Auge. Also zwei, drei Sachen hätte er ruhig noch pfeifen können, aber gut. Aber es kommt ja nicht aufs Ergebnis drauf an, sondern wie unsere Mannschaft steht, ob sie im Saft ist schon und wo dran noch gefeilt und geschliffen werden muss. Und ich denke mal, das wird schon alles noch werden in dieser Woche. Ja, Schuppe hat es gesagt, abgepfiffen. War ein guter Test. Wirklich ärgerlich, dass wir den verloren haben, weil, wie gesagt, ich habe es mehrfach gesagt, wir waren gleichwertig, hätten auf alle Fälle ein oder dann vielleicht auch zwei Tore verdient. Das wirklich Ärgerliche ist, wie wir die Gegentore kassiert haben. Aber gut, 2-0 verloren gegen doch einen sehr, sehr bekannten Gegner. Und jetzt wollen wir sehen, was wir morgen bei dem Freundschaftsspiel oder Testspiel rausholen. Und dann dauert es nicht mehr lange, steht am Samstag das letzte Vorbereitungsspiel an. Und dann geht's auch schon los gegen Bochum. So, das war's jetzt von unserer Seite. Schuppe und ich, wir bedanken uns beim Mediateam, dass wir das mal hier zusammen machen durften. Und nochmal schöne Grüße in die Heimat. Die Mannschaft bedankt sich nochmal bei den Fans. Und dann bis bald. Ciao. Ja, und ihr habt gemerkt, ne, der Jockel, der fühlt sich hier pudelwohl auf dem Stuhl, aber in ein paar Jahren muss er noch Fußball spielen. Da habe ich ihm vorhin schon gesagt, da kommt er nicht drum rum. Wir brauchen ihn halt bei uns im Tor, ne, damit wir die Klasse halten und irgendwann auch mal ein bisschen da oben gucken können. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr alle zugehört habt. Hier live aus Pachal in Portugal. Das Licht wird immer dunkler, die Hunde werden lauter. Die Hunde passen hier auf die ganzen Finkas und die ganzen schicken Häuser hier auf. Die Reporter packen ihre Sachen ein und alle gehen nach Hause. Und euch einen schönen Abend noch. Kommt gut ins Bett. Wir hören uns. Tschüss. Also ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich lasse das Mikrofon einfach mal liegen. Hört einfach selbst. Tschüss.